So we're going to be blessed this morning, especially if you, you know, if you've prayed about it, the Lord asked you to be here, you felt to be here. So God has got something for you this morning. So be open, be ready to receive. And God knows exactly what he's doing. He knows what we need at any given time. Amen. So we'll just pray and then we'll hand over to Keith. Lord, you're an amazing God. I do thank you that Dr. Keith is with us. I thank you for the journey. I thank you, Lord, for what you have got in store for us. This morning, Lord, I ask that you would surround this place with your love, with your presence, that we would know that you are speaking by your Spirit. We ask, Lord, that you'd keep the evil one out of messing around with anything, that you would just have your way. We thank you for this blessed time. In your name, amen. Good to be with you. Es ist schön, bei euch zu sein. We came expecting a blessing. Ich hoffe, ihr seid gekommen und erwartet euch einen Segen. Again, it's my privilege to share a message which I believe will touch your hearts. Es ist mein Privileg, eine Botschaft mit euch zu teilen, wo ich hoffe, dass sie euer Herz berührt. I believe God is speaking all the time. Ich glaube, dass Gott jederzeit spricht. And I believe he can speak through any of us. Und ich glaube, dass er durch jeden von uns sprechen kann. And if we prepared ourselves, then he can use us. Und wenn wir uns vorbereitet haben, dann kann er uns gebrauchen. In the book of Psalms, chapter 8, verses 1 to 9. Im Psalm Kapitel 8 in den Versen 1 bis 9. This is a psalm of David. Das ist ein Psalm von David. And he was getting excited about what God was doing in the earth. Da war er erfreut darüber, was Gott in der Welt so tat. I hope you're looking up in these days. Und ich hoffe, dass ihr in diesen Tagen nach oben schaut. You don't need to be looking at anything that's going on in this world. Ihr müsst auf nichts schauen, das in dieser Welt passiert. If you do, you're going to get yourself depressed. Denn wenn ihr das tut, dann werdet ihr deprimiert. Your eyes should be looking up. Eure Augen sollten nach oben schauen. Jesus commanded you to look up when you see these things happening. Und Jesus hat euch geboten, dass ihr nach oben schauen sollt, wenn ihr diese Dinge geschehen seht. Und ihr wählt. Du kannst nach oben schauen oder nach unten. Aber ich empfehle, dass du vor allem jetzt nach oben blickst. In den Psalmen sprach David hier über die Herrlichkeit des Herrn. Er sagte in Vers 2, er sagte, aus dem Mund von Babys und Sucklings hast du ordained strength. Because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. In Vers 2 oder 3 auf Deutsch sagt er, aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du ein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um God, den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. God is doing things through those who are humble and weak. Gott tut Dinge durch diejenigen, die demütig und schwach sind. Those who trust him. Diejenigen, die ihm vertrauen. And don't do anything without his orders and his directions. Und diejenigen, die nichts tun ohne seine Anweisungen und seine Führung. Verse 3 said, when I consider the heavens, the work of thy fingers. In Vers 3 steht, Vers 4 auf Deutsch, wenn ich deinen Himmel betrachte, the moon and the stars that thou hast ordained. Das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. What is man that thou art mindful of him? Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst? And the son of man that thou visitest him. Und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. It's amazing that God has made you the centerpiece of what he's trying to do right now. Es ist wundersam, dass Gott dich zu diesem zentralen Teil gemacht hat, bezüglich dessen, was jetzt geschieht. In Vers 5, he says, thou hast made him a little lower than the angels. In Vers 5 oder 6, je nach Übersetzung, steht, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. And has crowned him with glory and honor. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Verse 6. Vers 6. Thou hast made him to have dominion over the works of thy hands. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. And thou hast put all things under his feet. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Now, I hope you understand what we're saying here. Ich hoffe, dass du verstehst, was wir hier sagen. There's a lot of things that are supposed to be under your feet. Es gibt viele Dinge, die unter deinen Füßen liegen sollten. And it may not be right now. Und vielleicht nicht jetzt. And that's because you're not submitted to the one who's in charge. Und das ist vielleicht, weil du nicht dem untergeordnet bist, der die Führung hat. When God created each one of us,
Als Gott jeden einzelnen von uns geschaffen hat, he created us in the image of God. Da hat er uns im Ebenbild Gottes geschaffen. And that's what makes us different from every other thing on this planet. Und das unterscheidet uns von allen anderen Dingen auf diesem Planeten. We were designed to function like the Godhead. Wir wurden so geschaffen, dass wir wie die Gottheit funktionieren sollten. You were created with a blank disk. Du wurdest mit einer leeren an empty mind. Mit einem leeren Sinn geboren. And that mind should have been filled by the Lord. Und dieser Sinn sollte vom Herrn gefüllt werden. The only information that should be in your head right now is the information he put there. Die einzige Information, die jetzt dort sein soll, ist die Information, die er jetzt dorthin bringt. Everything that's in there should be because it has a purpose. Alles, das dort drinnen ist, sollte dort sein, weil es einen Zweck hat. Something that God wanted to do through you. Etwas, das Gott durch dich machen wollte. That information is unique. Diese Information ist einzigartig. For you personally. Für dich persönlich. For you to deliver something, to do something. Damit du etwas lieferst und etwas tust. That only you have the ability to do and the calling to do. Dass nur du tun konntest und wozu nur du die Berufung hattest. And that is depending on your humility, not your strength. Und das hängt von deiner Demut ab und nicht von deiner Stärke. But if you are not conformed to Christ, it won't happen. Aber wenn du Christus dich nicht anpasst, dann wird das nicht geschehen. And if you've been busy filling your mind with other things. Und wenn du beschäftigt bist, die Sinne mit anderen Dingen zu füllen, would be a good time to humble yourself. Dann wäre jetzt eine gute Zeit, um dich zu demütigen. And ask God to forgive you. Und Gott zu bitten, dir zu vergeben. Und sicher zu gehen, dass alles, was dir in den Sinn kommt, vom Sinn Christi kommt. Jetzt sollte nichts in deinen Sinn kommen, das nicht schon in seinem Herzen und in seinem Sinn ist. You might not think this is very important in these days. Vielleicht glaubst du, dass das in diesen Tagen nicht sehr wichtig ist. But I got news for you. Jesus is coming. Aber ich habe Neuigkeiten für dich. And Jesus if you're kommt. Not operating like that right now, you're not ready. Und wenn du nicht so auf diese Art und Weise jetzt funktionierst, dann bist du nicht bereit. When he sets up his kingdom on this earth, denn wenn er sein Reich auf dieser Erde etabliert, he is gonna rule and reign with a rod of iron. Dann wird er mit einem Stab und mit einem Stecken regieren. Now, God is mindful of you. Mit einem Eisernen, aber Gott denkt an dich. Might surprise you a little bit in these troubled times. Vielleicht überrascht das dich in diesen schwierigen Zeiten. You see things happening to you that you don't like happening. Und du siehst Dinge, die dir passieren, die du nicht magst. And you think, where's God gone? Und du denkst dir, wo ist Gott hin? Well, God says, I'm mindful of you. Aber Gott sagt, ich gedenke an I'm dich. I'm thinking about you. Ich denke über dich nach. Why is he doing that? Und ich denke an dich. Warum? Because his plan is for you to rule and reign with him. Weil sein Plan ist, dass du mit ihm regierst und herrschst. But you're messing it up. Aber du vermasselst es. Because you keep going back to your natural mind. Weil du immer wieder auf deinen natürlichen Verstand zurückgehst. And you're trying to work it out with your head. Und weil du versuchst, das mit deinem eigenen Denken auszuarbeiten. But if you can humble yourself, aber wenn du dich demütigen kannst and become like a little child, und wie ein kleines Kind werden kannst, not only will you function as you're supposed to function, dann wirst du nicht nur so funktionieren, wie du es solltest, but God can get the glory from doing the work through you. Aber Gott kann auch die Ehre bekommen für die Arbeit, die er durch dich vollbringt. That glory belongs to him. Diese Ehre gehört ihm. He is the one with the plan. Er ist der mit dem Plan. So when it comes the end, we're going to give glory to God. Und wenn dann dieser Plan kommt, zustande kommt, geben wir Gott die Ehre. And we're gonna say, God did it. Und dann sagen wir, Gott hat es He getan. Knew this was gonna happen. Er wusste, dass das passieren würde. I didn't know anything. Ich wusste von nichts. I just did what I was told. Ich habe nur getan, was mir gesagt wurde. Maybe you don't like that way of living. Vielleicht magst du diese Art und Weise des Lebens nicht. Denn vielleicht versuchst du alles zu verstehen, bevor du es überhaupt verstehen kannst oder tust. Well, you got a choice to make. Aber du hast eine Wahl zu treffen. It's gonna get harder and harder in these days. Es wird in diesen Tagen schwerer und schwerer werden. Because the world is getting faster and faster and faster. Weil in der Welt alles schneller und schneller geht. And if you want to be part of that world, you're going to have to go faster and faster. Und wenn du Teil von dieser Welt sein möchtest, wirst du beschleunigen müssen. You're going to have to upgrade to their systems. Dann musst du dich auf ihre Systeme upgraden. You're going to have to use their systems. Du wirst ihre Systeme verwenden müssen. And you're going to go faster. Und dann wirst du schneller laufen müssen. More.
You're going to slow down. Oder du wirst langsamer vorangehen. Now, that doesn't make any sense when you see the world going faster. Das macht jetzt nicht viel Sinn, wenn du siehst, dass die Welt sich beschleunigt. But you've got to slow down so you can hear God. Aber du musst langsamer vorangehen, damit du Gott hören kannst. And you've got to admit the fact that you have wasted your time. Und du musst die Tatsache bekennen, investing in this world, dass du deine Zeit damit verschwendet hast, in diese Welt zu. That you have spent time not listening to God at the speed you should be. Investieren und zugeben, dass du nicht in der Geschwindigkeit, in der du auf Gott hören hättest sollen, gehört hast. I was trained by Joseph Hedgecock. Ich wurde von Joseph Hedgecock trainiert. And he told me that accuracy comes before speed. Und er hat mir gesagt, dass die Genauigkeit wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Accuracy is in the ability to hear what God is saying and do what he says at the right time. Die Genauigkeit ist die Fähigkeit, Gott zu hören und genau das zu tun, was er zu einer gegebenen Zeit sagt. So you start there. Dort beginnst du. You've got opportunities every day to look at your life. Und du hast jeden Tag die Gelegenheit, dir dein Leben anzusehen. The Bible says, examine yourself. In der Bibel steht, dass du dich selbst prüfen sollst, that you be in the faith. Um zu sehen, ob du im Glauben bist. How long is it going to take you to realize when you're in the faith or not in the faith? Wie lange wird es dir brauchen, um zu sehen, ob du wirklich im oder Glauben bist oder nicht? You should be on the narrow way. Du solltest auf dem schmalen Weg sein. On the narrow way you, the flesh cannot survive. Auf dem schmalen Weg kann das Fleisch nicht überleben. Everything is going to fall apart. Alles wird auseinanderfallen. If you ask God now, wenn du Gott jetzt fragst und Gott fragst, wann stehe ich auf in der Früh und wann gehe ich abends schlafen, dann ist das nicht jeden Tag, sondern das ist für das ganze Jahr lang. Or you set that for the month. Oder für das Monat. And your job is to meet that criteria. Und deine Aufgabe ist es dann, diese Kriterien zu erfüllen. And you don't move boundaries. Und dann tust du nicht diese Grenzen verschieben. And you cannot do that, und wenn du das nicht tun kannst, then you missed it somewhere. Dann hast du es irgendwo verpasst. Because if God said that's what he wanted you to do, denn wenn Gott sagte, dass er möchte, dass du das then tust, he is faithful to give you the grace to do it, whatever it takes. Dann ist er treu und gibt dir die Gnade, die du brauchst, egal was es braucht. And you can't wait for tomorrow to do this. Und du kannst dann nicht auf morgen warten, um das umzusetzen. Some of you still haven't done this. You're living a careless life. Manche von euch haben das noch nicht getan und ihr lebt ein Leben, ein sorgloses Leben. And you just make decisions with your mind. Oder halt ein und ihr macht Entscheidungen mit eurem Sinn. And you end up going to bed at some strange time. Und dann geht ihr irgendwann spät oder zu einer komischen Uhrzeit schlafen. Und dann seid ihr ausgelaugt und steht in der Früh nicht auf. And you're missing God's appointments. Und dann verpasst ihr Gottes Termine. You're not going to live like that in the millennium. So wirst du im tausendjährigen Reich nicht leben. You're going to get left behind. Dort wirst du wirst zurückbleiben. You're certainly not going to rule and reign with Christ, if that's the case. Auf alle Fälle nicht mit Gott herrschen und regieren, wenn das der Fall ist. So you're going to have to stop making excuses now. Und du musst aufhören, jetzt Entschuldigungen vorzubringen. There is the sin of commission and the sin of omission. Es gibt Sünden, die du begehst, aber auch Sünden von dem, was du nicht tust. Most of you only know the sin of commission. Die meisten von euch wissen nur von dieser Sünde. You know that when you do something wrong, the Spirit grieves and that's it. Des Begehens, wo ihr etwas Falsches tut und der Heilige Geist betrübt sich und dann wisst ihr es. Or you know you did wrong there. Oder ihr wisst, dass ihr da etwas falsch gemacht habt. But you also got the sin of omission. Aber ihr habt auch diese Sünde der Unterlassung. And you have a calling on your life. Und du hast eine Berufung auf deinem Leben. And there's things you need to do today to prepare for that calling. Und es gibt Dinge, die du heute zu tun hast, um dich auf diese Berufung vorzubereiten. Like jeder day. Tag ist so, jeder Tag. There is details you have to do today to prepare yourself for the most important task in this life. Es gibt Details, die du heute vollbringen musst, um dich auf die wichtigste Aufgabe in deinem Leben vorzubereiten. And you can't waste your time going somewhere. Und du kannst deine Zeit nicht damit verschwenden, wohin zu laufen. You have to do the things that God wants you to do that day. Sondern du musst die Dinge tun, die Gott dir heute an diesem Tag aufträgt. You're not going to do it in the last day. Das wirst du nicht am letzten Tag tun People können. People do this all the time in their careers. Leute tun das die or ganze maybe Zeit. In their education. In ihrer Karriere oder in They ihrer Ausbildung. Leave everything to the last minute. Wo sie alles auf die letzte Minute hinausschieben. And they go through a period of stress. Und dann haben sie eine stressige totally Zeit, die total unnotwendig ist. Why? Because they kept putting off and putting off what they should have done
months ago. Warum? Weil sie das, was sie schon vor Monaten hätten tun sollen, aufgeschoben haben. And now they have bad habits. Und jetzt haben sie schlechte Gewohnheiten. When you make excuse for sin, und du machst dann Ausreden für die Sünde. That can become a habit if you keep doing it. Und das kann dann eine Gewohnheit werden, wenn du es weiterhin tust. So now when you actually want to enter, you're not ready. Und jetzt, wenn du dann eintreten möchtest, bist du nicht vorbereitet. As soon as you try to go to do something, sobald du dann versuchst, etwas zu tun, a bad habit appears. Dann kommt eine schlechte Gewohnheit hoch. Und die bringt dich dazu, Gott zu verpassen. Now, with all that said, mit all dem, God is still mindful of you, which was ich is sagte, crazy, isn't it? Denkt Gott immer noch an dich, was ziemlich I'm verrückt sure ist, oder? We give God a headache sometimes. Ich bin mir sicher, dass Gott manches Mal wegen uns Kopfweh bekommt. You just happen to be a very important person. Aber du bist einfach eine sehr wichtige Person. And God is hoping that you're gonna make it. Und Gott hofft es, dass du es schaffst. Because he wants to use you. Denn er möchte dich verwenden. And he's gonna do everything he can to use you. Und er wird alles tun, um dich zu verwenden. And the only one who's stopping you from being used is you. Der Einzige, der ihn davon abhält, der das aufhält, bist du. It's not the devil. Es ist nicht der Teufel. The devil can come along and talk to you. Der Teufel kann daherkommen und mit dir sprechen, aber du musst nicht auf den Teufel hören. The devil's not the problem. Der Teufel ist nicht das God Problem. Is not the problem. Gott ist nicht das Man Problem. Is the problem. Der Mensch ist das Problem. So, I'll help you out today in Matthew chapter 4, verses 1. I'm reading to verse 4. Ich spreche heute über Matthäus, Kapitel 4, in den Versen 1 bis 4. This is when Jesus was being tempted. Das war, als Jesus versucht wurde. He was led in the Spirit into the wilderness. Er wurde im Geist in die Wüste geleitet. There is a time and a place for everything. Es gibt einen Zeitpunkt und einen Ort für alles. And you may not understand this, but there's a time to be in the wilderness and to learn to trust God. Es gibt eine Zeit dafür, in der Wildnis zu sein, und es gibt auch eine Zeit dafür, Gott zu vertrauen. That's the best place to be right now. Das ist der beste Punkt, an dem du dich jetzt befinden solltest. Times, und wenn du jetzt durch schwierige Zeiten gehst, and it's putting pressure on your foundations, und Druck in deinem Leben herrscht, der Druck auf dein Fundament ausübt, that's good. Dann ist das gut. Because it's proving. Denn das beweist, you don't really trust God. Dass du Gott nicht wirklich vertraust. You don't ask God. Denn du fragst Gott nicht. And in the situation you go back to your carnal mind. Und in dieser Situation gehst du wieder auf dein eigenes Denken zurück. Whether you realize or not, COVID was a warning to Ob the church. Du es jetzt erkennst oder nicht, Covid war eine Warnung an die Gemeinde. And maybe it came, I believe it came from the devil. Und ich glaube, dass es vom Teufel kam. But God used it. Aber Gott hat es verwendet. To expose people in the church for what they were. Um Leute in der Gemeinde für das, was sie wirklich sind, auch zu zeigen. Because they weren't asking God. Weil sie Gott nicht fragten. They just listened with their mind. They just used their mind during that period when sie haben einfach auf ihren Verstand gehört und einfach das getan. And they listened to conspiracy theories. Als es soweit war und haben dann auf diese Verschwörungstheorien gehört. And they need to repent or they will be left behind. Und sie müssen Buße tun oder sie werden zurückbleiben. In Matthew 4 verses 1 to 4. In Matthäus 4 in den Versen 1 bis 4. He'd been hungry for several days. War er schon hungrig ein paar Tage lang? And the tempter came to him and said, Verse 4, if thou be the Son of God, command these stones be made bread. Da kam der Verführer und der hat gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sprich, dass diese Steine Brot werden. Yeah, you can go to some countries in the world, you can find people who do that. Sorry, that was verse 3. You can go three, to some countries in the world. Du kannst in manche Länder der Welt gehen. And you can hear people trying to turn stones into bread. Und du kannst hören, wie Leute versuchen, Steine in Brot zu verwandeln. And they say in the name of Jesus. Und die sagen im Namen Jesus. And they shout really loud to try and make it happen. Und da rufen sie wirklich laut und versuchen es zustande zu bringen. Or charismatic. Diese Leute waren aus Pfingstgemeinden oder charismatisch. But they are not operating spiritually. Und sie funktionieren nicht geistlich. They can't ask God what to eat for breakfast. Sie können Gott nicht fragen, was sie zu Frühstück essen sollen. They're still using their mind. Sie verwenden immer noch ihren Verstand. Anyone who is using their carnal, natural mind to make decisions is of the devil. Jeder, der seinen fleischlichen, natürlichen Verstand verwendet, der ist vom Teufel. You are not supposed to be independent from God. Du solltest niemals unabhängig von Gott funktionieren, in the image of God. Sondern du wurdest im Ebenbild Gottes And geschaffen. Now God is supposed to drop thoughts in your mind. Und jetzt sollte Gott dir Gedanken in den Sinn bringen und dein Sinn sollte ruhig sein. Und du solltest einfach Informationen von ihm bekommen und dann gehorchen und vertrauen. Hast du dieses Betriebssystem schon
gewechselt. This is how Jesus answered the devil. So hat Jesus dem Satan geantwortet. In Matthew chapter 4 and verse 4 he said this. In Matthäus Kapitel 4 Vers 4. It is written. Man shall not live by bread alone. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. But by every word that proceedeth out of the mouth of God. Sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. If you're not living like that, you're in the wrong kingdom. Wenn du nicht so lebst, dann lebst du im falschen Reich. Jesus is the King of Kings. Jesus ist der König der Könige. But he's also he came here to serve. Aber er kam auch her, um zu dienen. He didn't come here to be served by all the populace. On the face of the earth. Er kam nicht her, um von all der Bevölkerung auf der Erde gedient zu werden. He wanted them to recognize who he was. Er kam, weil er wollte, dass sie erkannten, wer er war. He didn't go around in a kingly uniform. Er kam nicht in so einer königlichen Uniform. He didn't have rings on his finger like you see some apostles or prophets. Er hatte keine Ringe auf dem Finger, wie man sieht bei manchen Aposteln oder Propheten. Say all the right things. Der hatte nicht wunderbare Kleidung an oder die richtigen Dinge gesagt. And he didn't drive a Mercedes-Benz as well. Und er hatte auch keinen Mercedes-Benz. He was a humble person. Er war eine demütige Person. And he was doing the things that the father was telling him to do. Und er tat die Dinge, die ihm der Vater sagte. He was not concerned about his image. Er kümmerte sich nicht darum, wie er aussah. He didn't spend one second thinking about what other people would think about him. Der hat keine Sekunde darüber nachgedacht, was andere Leute über ihn denken würden. There was only one person he was trying to please. Es gab nur eine Person, der er gefallen wollte. His Father in heaven, that was the only person. Und das ist sein Vater im Himmel, das war die einzige Person. He didn't come on this earth to bring his own ideas. Er kam nicht auf diese Erde, um seine eigenen Ideen zu vollbringen. He didn't even use his divine authority. Er hat nicht einmal seine göttliche Autorität verwendet. If he did, denn wenn er das getan hätte, dann hätte er diesen Steinen gebieten können, dass sie zu Brot werden, aber das hat er nicht getan. Er hat nur getan, was ihm sein Vater aufgetragen hatte, und das war alles. So are you gonna change? Wirst du dich ändern? The time is running out for you. Denn die Zeit läuft ab für dich. If you do not repent of dead works, time is running out. Wenn du von toten Werken nicht Buße tust, dann läuft die Zeit ab. You're gonna have to make every effort now. Du musst jetzt alles alle Anstrengungen zusammennehmen, denn wir nähern uns. Every effort to stop thinking, that's what you got to do. Du brauchst alle Anstrengungen, die musst du anwenden, um aufzuhören, um zu denken. Every effort because you've made efforts to do this before and you failed. Das musst du tun, denn du hast es schon zuvor versucht und da hast du es nicht geschafft, also streng dich an. I've told people all the time, thinking is a dangerous occupation. Ich sage Leuten die ganze Zeit, dass das Denken gefährliche Beschäftigung ist. If you do it, you're going to kill yourself. Denn wenn du es tust, dann bringst du dich selbst um. And you're going to end up in the wrong place at the wrong time. Und dann wirst du am falschen Zeitpunkt zur falschen Zeit auftauchen. And the devil's going to just pick you off like a fly. Und dann holt dich der Teufel einfach, hebt dich auf wie eine Fliege. And your death is not going to glorify God. Und dein Tod wird dann Gott nicht verherrlichen. But if you listen to the Lord, aber wenn du auf den Herrn hörst and you keep doing what he says, und weiterhin das tust, was er and sagt, you stay in right standing with him, und wenn du im rechten Stand mit ihm and bleibst you do not sin, und nicht sündigst, your communication with God will continue under all pressure, dann wird deine Kommunikation mit Gott unter jeglichem Druck weiterhin it doesn't funktionieren. Matter what people say about you, ganz egal, was Leute über dich sagen, it's not going to change your message, das wird nicht deine Botschaft ändern. You're still going to be happy, you're still going to be doing the things God wants. Dann wirst du immer noch glücklich sein und noch immer diese Dinge ausführen, die Gott dir sagt. And you're going to hear God. Und du wirst Gott hören. And you're going to do what he tells you to do. Und du wirst das tun, was er dir aufträgt. And he can deliver you. Und er kann dich aus etwas herausbringen. Many times Jesus walked through a crowd of people trying to kill him. Oder befreien. Wie oft ist Jesus durch eine Menge gegangen, die ihn versuchte umzubringen? Most ministers today don't have that problem. Und die meisten Diener heutzutage haben dieses Problem nicht. Aber ich nähere mich dem schon. Und ich hoffe, du auch, wenn du ein Mann Gottes bist. Denn Leute mögen die Wahrheit nicht. Sie wollen diese Freiheit haben, die Entscheidungen mit ihrem Verstand zu treffen.
Let's read in the book of Jeremiah 29. Lasst uns in Jeremia 29 lesen. Verses 10 to 14. In den Versen 10 bis 14. In verse 10 it says, thus says the Lord, that after 70 years be accomplished at Babylon, I will visit you. In Vers 10 steht, fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen. And perform my good word toward you in causing you to return to this place. Oder besuchen steht auf Englisch, um ein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Does that sound good to anybody here? Klingt das für irgendjemand hier gut? 70 years? 70 Jahre? You might be facing this situation. Vielleicht bist du auch in so einer Situation. Verse 11. Vers 11. Never read a verse in isolation. Lies nie einen Vers ganz unabhängig von den anderen. Always when you study the word of God, you read a good number of verses either side. Jedes Mal, wenn du einen Vers liest, dann lies bitte ein paar Verse davor und danach. The church is full of preachers who preach on one verse, and that is error. Denn die Gemeinde ist gefüllt von Predigern, die nur über einen Vers predigt, und das bringt Fehler. Many false doctrines have come from such people. Und viele falsche Lehren kamen von solchen Menschen. Verse 11 says, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Vers 11, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Thoughts of peace. Gedanken des Friedens. And not of evil, to give you an expected end. Und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft. Verse 12 says, then shall you call upon me. Und eine Hoffnung zu geben. Vers 12, und ihr werdet mich anrufen. And pray unto me. Und hingehen und zu mir flehen. And I will hearken unto you. Und ich will euch erhören. Verse 13. Vers 13. It says, and you shall seek me and find me when you search for me with all your heart. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. And verse 14 says, and I will be found of you, says the Lord. Vers 14, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. And I will turn away your captivity, and I will gather you from the nations. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern. And from all the places where I have driven you. Und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, says the Lord, spricht der Herr. And I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. There are lessons that you need to learn. Oder in Gefangenschaft gebracht habe. And es gibt lessons that you need to learn in a complicated situation. Lektionen, die du lernen musst in komplizierten Situationen. When you're in a privileged position like the Jews were, wenn du in einer privilegierten Position bist, so wie die Juden es waren, they had a responsibility. Dann hatten sie eine Verantwortung. They were directly under God, which was nice. Sie waren direkt unter Gott, was sehr nett war. People like that today. Heute mögen die Leute das. They want to be the head of a ministry, but they don't want to be under authority. Sie möchten am Kopf eines Dienstes stehen, aber nicht sich einer Autorität unterordnen. Und dann kommst du von einem Land, where the only authority that's there is corrupt. Wo die einzige Autorität, die dort ist, wirklich verdorben ist. Well, I guarantee, whatever country you go to in this world, that authority is corrupt somewhere. Aber ich garantiere dir, egal aus welchem Land du kommst, die Autorität ist irgendwo verdorben. So you made a decision. Oder korrupt, und du hast die. You thought that if I'm under my own authority, then I'll be safe. Du hast die Wahl getroffen, dass wenn ich jetzt unter meiner eigenen Autorität bin, dann bin ich in Sicherheit. Aber da hast du gerade eine falsche Entscheidung getroffen. Denn das ist die schlimmste Autorität, unter der man sein kann, sich selbst. Denn dann weißt du nicht einmal, ob du jetzt eine Entscheidung für dein Fleisch triffst oder nicht. Du bist noch viel mehr verdorben oder korrupt als sonst irgendeine Autorität in dieser Welt. Nur glaubst du es nicht. Because you have a confidence in the flesh. Weil du ein Vertrauen auf das Fleisch hast. You still have the ability. You still believe you can make the right decision with your mind. Weil du immer noch glaubst, dass du mit deinem Verstand die richtige Entscheidung treffen kannst. And that makes you highly corrupt. Und dadurch bist du dann sehr verdorben oder korrupt. You're beyond redemption. Dann bist du über diese Erlösung hinaus. Unless the Holy Spirit takes over. Es sei denn, der Heilige Geist übernimmt. So you need to learn to submit to authority. Du musst lernen, dich Autorität unterzuordnen. You've never done this in your life. Wenn du das in deinem Leben noch nie getan hast, you've got to learn it quick. Dann musst du es schnell lernen. And especially you're going to learn it better if you get under an authority that is corrupt. Und vor allem lernst du es besser, wenn du unter einer Autorität bist, die korrupt ist.
And the Jews had a responsibility, like I said, to bring light to the other nations. Wie gesagt, hatten die Juden diese Verantwortung, Licht den anderen Nationen zu bringen. They had the law. Sie hatten das Gesetz. But they were misusing that. Aber sie haben es falsch angewendet. The law's purpose was to reveal sin. That's its purpose. Der Zweck des Gesetzes war es, Sünde zu offenbaren. The law was not there to tread on other people and expose other people's sins. Das Gesetz war nicht da, um auf anderen Leuten herumzutrampeln und die Sünde anderer Menschen ans Licht zu bringen, aber sie mochten diese Idee nicht, dass sie selbst Überführung erlebten. Und sie haben dann nicht dieser Überführung und dieser Züchtigung des Herrn geantwortet. Und die Zeit läuft ihnen aus. Wenn Überführung kommt, dann ist das ein Segen. Dann ist das deine Gelegenheit, Buße zu tun. Und wenn du es dann an dem Zeitpunkt nicht tust, dann läuft die Zeit. Und wenn du deine Zeit bis morgen aufschiebst und dein Verhalten nicht änderst, dann wird morgen weniger Gnade für dich da sein, dass du dich änderst. Ich warne dich, das ist sehr ernst. You need to understand grace and mercy. Du musst Gnade und Barmherzigkeit verstehen. Grace is the unmerited favor of God. Gnade ist diese unverdiente Gunst Gottes. I got that grace by submitting myself to him. Diese Gnade habe ich empfangen, indem ich mich ihm unterordnete. I did that at salvation. Das habe ich bei der Errettung getan. But anytime the conviction comes, I also humble myself. Aber jedes Mal, wenn die Überführung kommt, dann demütige ich mich auch selbst. Because I was walking in darkness. Oder tat das, weil ich in Dunkelheit wandelte. And the conviction came to save me. Und diese Überführung kam, um mich zu retten. It opened my eyes to a sin I couldn't see before. Sie hat meine Augen gegenüber einer Sünde geöffnet, die ich vorher nicht sehen konnte. Ich war blind. But now I see. Aber jetzt kann ich sehen. Only because God showed me my sin. Nur weil Gott mir meine Sünde Not gezeigt because I hat. Saw it by studying the word. Nicht, weil ich sie gesehen habe, weil ich das Wort studierte. Even if you do study the word. Selbst wenn du das Wort studierst, it's only God who can allow you to understand what the word is saying. Dann kann nur Gott allein dir erlauben, das zu verstehen, was er hier sagt. So conviction is a blessing. Also Beführung ist ein Segen. Same way with the law. In der gleichen Weise ist es auch mit dem Gesetz. Right. Das Gesetz ist ein Segen, aber nur, wenn du es richtig anwendest. Das Beste, der beste Punkt, wo du das Gesetz anwenden kannst, bist du Don't selbst. Gib es nicht den anderen Menschen weiter. The law should convict you first, das Gesetz sollte dich zuerst überführen. Then you humble yourself, dann demütigst du dich admit selbst. That you're missing God's timing dann and his events. Gibst du zu, dass du Gottes Zeitpunkt und seine Geschehen verpasst. Wenn du das Gesetz liest, dann siehst du viele Dinge, die du dort tun solltest. Aber vielleicht bist du fleischlich und gefüllt mit dieser Welt und in dieser Welt gefangen. Und dann hast du nicht Zeit für die Dinge Gottes. Und das bringt dann Überführung. Und dann kannst du das unter den Teppich fegen und sagen, oh Gott, versteht das nicht. He's mindful of you. Oh, aber er gedenkt deiner. Why? Because he sent the conviction to alert you to the fact you're not doing the right thing. Warum? Weil er dir diese Überführung bringt, um dich zu warnen, dass du nicht die richtigen Dinge tust. That your priorities are all wrong. Dass deine Prioritäten alle falsch sind. And now what you've got to do is change your priorities. Und was du jetzt tun musst, ist deine Prioritäten Humble ändern. Humble yourself. Dich selbst demütigen. And ask God for how do I change? Und Gott fragen, wie ändere ich mich? He will talk to you about your sin. Er wird mit dir über deine Sünde sprechen. You get grace and mercy. Du wirst Gnade und Barmherzigkeit empfangen. But this is the lesson you need to learn now. Aber das hier ist jetzt die Lektion, grace die du zu lernen hast. Thinner. Die Gnade wird jeden Tag dünner, wenn du etwas aufschiebst. Mercy. Barmherzigkeit. Is God not allowing you to reap the seriousness of your sin? Bedeutet, dass Gott dir jetzt nicht erlaubt, diese Ernsthaftigkeit deiner Sünde zu ernten. It's him holding back the consequences of sin. Er hält diese Konsequenzen der Sünde zurück. He doesn't allow you to experience the judgment you deserve. Er erlaubt dir nicht jetzt dieses
dieses Urteil zu empfangen, das du verdienst. To give you more time to repent. Um dir mehr Zeit zu geben, Buße zu tun. How long is he going to hold it back then? Wie lange wird er es dort zurückhalten? Do you know? Weißt du das? I don't know. Ich weiß es nicht. I know some experiences in my life where grace ran out. Ich kenne manche Dinge in meinem Leben, Erfahrungen, wo die Gnade ausläuft. I can also tell you where mercy ran out too. Ich kann dir auch sagen, wo die Barmherzigkeit auslief. And I tell you, well, you know, the mercy ran out for me after 2 weeks. Und ich kann dir sagen, oh, nach 2 Wochen lief dort diese Barmherzigkeit aus. You say, oh, great, I've got 2 weeks to do what I want then, you know. Und dann sagst du vielleicht, oh, ja, jetzt habe ich 2 Wochen lang Zeit, um das umzusetzen. Doesn't work like that. So funktioniert das nicht. You don't know how long you've got. Or how long I've got. Du hast keine Ahnung, wie viel Zeit mir bleibt oder wie viel Zeit dir bleibt. You just gotta repent as fast as you can. Sondern du musst so schnell, wie du kannst, Buße tun. In the last days. Denn du weißt nicht, in den letzten Tagen we don't know how much grace we're gonna get. Wissen wir nicht, wie viel Gnade uns gegeben wird. God gives grace to the humble, doesn't give it to the proud. Gott gibt den Demütigen Gnade und nicht den Stolzen. He resists the proud. Er widersteht den Stolzen. So God said to the children of Israel, und Gott hat den Kindern von Israel gesagt, dass die Zeit jetzt ausläuft. Them, und er hat ihnen gesagt, ihr habt jetzt noch 70 Jahre. Und ihr werdet dorthin gehen und diesem Mann namens Nebukadnezar euch now, unterordnen. Hört jetzt auf keine falschen Propheten oder eure eigenen Ideen und Träume. I'm gonna send you away. Ich werde dich wegschicken. I'm gonna be with you. Ich werde mit dir not sein. Gonna forget you. Ich werde dich nicht vergessen. You're gonna be there for 70 years and you're gonna learn submission to authority. Du wirst dort 70 Jahre lang verbringen und die Unterordnung bei der Autorität lernen. When you come back, und wenn du dann zurückkommst, this is what God said. Now, ist das, was Gott jetzt sagte. Lies, was er hier sagt. He said here, you shall call upon me and you shall go and pray unto me and I will hearken unto you. Und dann sagt er, ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Do you want that? Möchtest du das haben? Yeah, we can get it. Du wirst es nicht bekommen. Unless you learn submission to authority. Es sei denn, du lernst dich der Autorität unterzuordnen. You see, you are not the authority. Siehst du, du bist nicht die Autorität. We never become the authority. Wir werden nie die Autorität we sein. Only represent authority. Wir repräsentieren nur die Autorität. And if we cannot submit, und wenn wir uns nicht unterordnen können, I'm not afraid of anyone. Dann habe ich Angst vor niemandem. Ich habe keine Angst vor irgendeiner Organisation, irgendeiner Regierung. Aber nur, weil ich mich Gott unterordne. Und das ist der einzige Grund dafür. Aber wenn ich mich Gott nicht unterordne, dann muss ich Angst haben. So you need to learn to submit. Du musst lernen, dich unterzuordnen. Even if that authority is corrupt, auch wenn diese Autorität korrupt ist, it means that God is going to make a way. You're going to have more fun. Dann bedeutet das, dass Gott einen Weg für dich bereiten wird und du wirst mehr Spaß haben. You know what you're going to learn in that time? Weißt du, was du in dieser Zeit lernen wirst? You are going to learn as a God in heaven. That's what you're going to learn. Du wirst lernen, dass dein Gott im Himmel ist. That he answers prayer. Dass er Gebet beantwortet. And you're going to be spending a lot of time on your knees. Und du wirst viel Zeit auf deinen Knien verbringen. You're going to learn quickly. Du wirst schnell lernen. Because if you don't pray, things aren't going to go smoothly anyway. Denn wenn du nicht betest, werden die Dinge sowieso nicht sehr glatt laufen. And praying for that king or that bad authority to go away is not going to help you. Und wenn du dafür betest, dass dieser König oder diese schlechte Autorität jetzt weggehen, dann wird das dir nicht helfen. Because God put you under that person for 70 years. Dann wird er dich nicht helfen, weil Gott dich 70 Jahre lang unter diese Autorität gestellt hat. And then what you, the only thing you're going to pray is thy perfect will be done. That's what you're going to pray. Und das einzige, was du dann beten wirst, ist dein vollkommener Wille geschehe. Because after a while you're going to realize it's not about your will or somebody else's will. Denn nach einer Weile wirst du erkennen, dass es nicht um deinen Willen geht oder um den Willen von irgendjemand anders, sondern es geht darum, dass Gottes vollkommener Wille geschehe. Und dann versuchst du, dass du im Geist bist, zum rechten Zeitpunkt, in der richtigen Zeit. Timing is very important with God. Und der Zeitpunkt ist wirklich wichtig mit Gott. Er hat nicht gesagt, like 60 years is enough. Der hat nicht gesagt, oh, 60 Jahre genügt. Or 59.5. Oder 59,5 Jahre. Actually, I worked it out. The
captivity of Israel. Ich habe es in der Tat ausgerechnet. In Babylon would last it from 597 to 538. Diese Kaptivität von den Israeliten, von den Juden in Babylon, war von 597 bis 538 vor Christus. Now, if you work that out, it comes to 59. Und wenn du das ausrechnest, dann erhältst du 59 Jahre. Ich habe gehört, dass heute jemand dieses Alter hat, aber ja, das ist jetzt was anderes. At that time, und in dieser Zeit, in 538 BC, the Jews were liberated. In 538 vor Christus wurden die Juden by Cyrus the Great. Von Cyrus dem Großen befreit. That was 11 years early. Das war 11 Jahre früh. Now that confuses some theologians, okay? Das verwirrt manche Theologen, ja? You can research it if you want to, but du kannst das recherchieren, wenn some du möchtest. Say, well, in 516 the temple was built, so therefore that's 70 years later. Manche sagen, oh, in 516 der Tempel wurde gebaut und deshalb ist es 70 Jahre später. God's timing is very, very important. Aber Gottes Zeitplan und Zeitpunkt ist sehr wichtig. Mistakes. Er macht keine Fehler. You may get out early because somebody comes along and says you can go now. Du gehst vielleicht früh raus, weil jemand jetzt daherkommt und sagt, jetzt kannst du gehen. And you say, oh, yippee. Und dann sagst du, oh, super. But the trouble is, you didn't check your clock. Aber das Problem ist, du hast nicht auf deine Uhr geschaut. And you didn't see the work has been done in your life properly. Und du hast nicht gesehen, dass das Werk in deinem Leben aber ordentlich vollrichtet wird. And you said, no, excuse me, this is too early. I need to do some more repentance. Und du hast gesagt, oh nein, Entschuldigung, das ist zu früh. Ich muss noch mehr Buße tun. In Nehemiah 8. In Nehemiah 8. Verses 6 to 10. In den Versen 6 bis 10. You can read about what happened there when they were building the walls. Kannst du davon lesen, was geschehen ist, als sie diese Mauer aufbauten? Das ist jetzt nicht der Tempel, sondern das ist die Mauer um Jerusalem. In 444 BC, this is getting. In 444 vor Christus. Don't worry about that, but they went through a period of revival. Kümmer dich nicht darum, da hatten sie eine Erweckungszeit. They were going through difficult circumstances. Da gingen sie durch schwierige Umstände. And they were able to rejoice. Und sie konnten sich freuen. I hope you're rejoicing today. Ich hoffe, dass du dich heutzutage erfreust. I got some good news and some bad news. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Well, the good news is the world's passing away. Die gute Nachricht ist, dass die Welt vergeht. Well, it's not really bad news, but the good news is also that Jesus is coming. Hallelujah. Gut, das ist nicht unbedingt cancel the bad news. Oh, eine schlechte Nachricht, aber die gute Nachricht ist, Jesus kommt, also vergiss die schlechte Nachricht. We have grace. Wir haben Gnade. But we got to use it by being humble. Aber wir müssen diese anwenden, indem wir demütig sind. They were given grace to understand the law. Ihnen wurde die Gnade gegeben, um das Gesetz zu verstehen. And they woke up. Und sie sind aufgewacht. You know, some people still don't understand the word of God. Manche Leute verstehen das Wort Gottes immer noch nicht. And the only reason they don't understand the word of God is because they're using their brains. Und der einzige Grund, warum sie das Wort Gottes nicht verstehen, ist, weil sie ihren eigenen Verstand benutzen. The enemy of the true church is Bible school, without a doubt. Der Feind der wahren Gemeinde ist die Bibelschule, da bin ich mir sicher. Denn das hat mehr in der Schaden in der Gemeinde angerichtet als sonst etwas. Es hat Leitern und Gemeinden dieses Vertrauen auf das Fleisch gegeben. Sei sehr vorsichtig, wenn du in die Bibelschule gehst. You don't need that system. You don't need to learn that way. Du brauchst das System nicht, du musst nicht auf diese Art und Weise lernen. God has his own system of learning. Gott hat sein eigenes Lernsystem. And it requires repentance from sin. Und es gebraucht Umkehr von Sünde. Uncomfortable. It's unpleasant to the flesh. Das ist unbequem und das ist unangenehm für das Fleisch. And these people repented. Und diese Leute haben Buße getan. And they repented and they were humble enough to receive the word. Und die haben Buße getan und waren demütig genug, um das Wort zu empfangen. They were brave enough. Sie waren mutig genug, to get up there on those walls and start repairing the walls of Jerusalem. Um sich dort auf diese Mauern hinaufzustellen und diese Mauern zu reparieren von Jerusalem. And they did that to protect themselves from their enemies. Und das haben sie getan, um sich selbst von ihren Feinden zu schützen. So you can do your study on that. Du kannst das in John studieren. Chapter 8, verses 31, in Johannes Kapitel 8, in Versen 31 verses 31 to 34, bis 34. Give me a heads up on the time. Gib mir bitte die Zeit. Okay.
Verse 31 said, then said Jesus to those Jews which believed on him, da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. So usually we just hear verse 32. Meistens hören wir nur diesen Vers 32. Verse 33 says, Vers 33 steht, and they answered him, and we are Abraham's seed, and we were never in bondage to any man. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. How sayest thou, ye shall be made free? Wie kannst du sagen, ihr sollt frei werden? Verse 34, Jesus answered them. Vers 34, Jesus antwortete ihnen, verily, verily, I say unto you, whosoever commits sin is the servant of sin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. You might say, one sin is okay. Vielleicht sagst du, eine Sünde ist okay. It's not okay. Das ist nicht okay. You need to repent. Du musst Buße tun. You need to repent of that attitude towards sin. Du musst Buße tun von dieser Haltung der Sünde sin gegenüber. Must stop. Sünde muss aufhören. There's no reason why it can't stop. Es gibt keinen Grund dafür, warum sie nicht aufhören you know, people kann. Talk about the great power of God. Leute sprechen von dieser großen Macht Gottes. And they'll come here and they'll tell you great miracles and we need to believe in God and what he can do and all that stuff. Und sie kommen hierher und reden von diesen großen Wundern und was Gott tun kann und all diese Dinge. But let's turn it around. Aber lass es uns umdrehen. What about using that same power to overcome sin? Was ist, wenn du dieselbe Kraft benutzt, um die Sünde zu überwinden? Well, you can't do that, then we don't need to be bothered with the other stuff. Oh, wenn du das nicht tun kannst, dann brauchen wir das andere auch nicht. If we can't walk the sinless life, then we don't need to be concerned about anything else. Wenn du das sündlose Leben nicht leben kannst, dann musst du dich um nichts anderes kümmern. So I'm not interested in more miracles. Und ich kümmere mich nicht um mehr Wunder. The world won't listen anyway. Die interessieren mich nicht, die Welt wird sowieso nicht zuhören. They're not going to be impressed by more miracles. Denn sie wird nicht von mehr Wundern beeindruckt werden. But they will be impressed. Aber sie wird beeindruckt sein. When they see you going through suffering and difficulty and not answering back. Wenn sie sehen, wie du Schwierigkeiten durchmachst und nicht zurückantwortest. The flesh unfortunately has its own version of freedom. Don't listen to it. Das Fleisch hat leider seine eigene Version der Freiheit. Hör nicht darauf. If you don't obey the truth consistently, wenn du der Wahrheit nicht beständig gehorchst, you are not a free person. Dann bist du keine freie Person momentan. You just think you're free. Dann glaubst du nur, dass du frei bist. I'll say that again. Ich wiederhole es. If you do not release your faith into the truth, you do not believe the truth. Wenn du deinen Glauben nicht beständig in die Wahrheit freisetzt oder an sie glaubst, then you are not free right now. Dann bist du jetzt nicht frei. The truth will set you free. Die Wahrheit wird dich freisetzen. But here's the danger. Aber hier ist die Gefahr. What you think you know hinders you from knowing what you need to know now. Was du zu wissen meinst, hindert dich davon, das zu wissen, was du jetzt wissen musst. You might know the truth. Du kennst vielleicht die Wahrheit. But you only know it in your head. Aber nur in deinem Kopf. What you know in your head doesn't change you. Was du aber in deinem Kopf weißt, ändert dich what nicht. You know in your heart is what you do. Was du in deinem Herzen weißt, das tust du. So if you want to check yourself, wenn du dich jetzt selbst prüfen möchtest, understand that what you think you know hinders you from knowing what you need to know now. Dann verstehe, dass das, was du zu wissen meinst, dich davon hindert, das zu wissen, was du jetzt wissen musst. If you know the truth, wenn du die Wahrheit kennst, that you need critically to change, die du jetzt ganz dringend brauchst, um dich zu verändern, you would already be free already. You would dann be. Wärst du jetzt schon frei. I believe God loves you. Ich glaube, Gott liebt I believe dich. He's transmitting his perfect will for every child of his. Ich glaube, dass er seinen vollkommenen Willen für jedes seiner Kinder weitergibt und er weiß, was bei dir nicht passt. Er weiß, wovon du jetzt Buße tun musst. Und wenn du dich mit der einen Sache auseinandersetzt, die er dir jetzt sagt, und dich morgen mit einer anderen Sache auseinandersetzt und wieder einer anderen Sache, dann wirst du in Freiheit leben. You won't sin.
dann wirst du nicht sündigen. What you need to deal with right now. Er weiß, womit du dich genau jetzt auseinandersetzen musst. But if you don't have ears to hear, aber wenn du nicht Ohren hast, um zu hören, then there's got to be a problem somewhere. Dann gibt es irgendwo ein Problem. Well, like I said to you before, God is not the problem. Wie ich schon zuvor gesagt habe, Gott ist nicht das Problem. The truth needs to go from your head to your heart. Die Wahrheit muss von deinem Kopf in dein Herz kommen. So you might think you know something, but that's hindering you. Und vielleicht glaubst du, dass du etwas weißt, aber das hindert dich. Always look at your fruit. Always. Schau dir immer deine Frucht an. Sin and bad habits is a sign that you're not free. Sünde und schlechte Gewohnheiten ist ein Zeichen dafür, dass du nicht frei bist. You may sin against God. Vielleicht sündigst du gegen Gott. But if you keep making excuses, aber wenn du weiterhin Ausreden hervorbringst, like I said, grace runs out, wie gesagt, läuft dann die Gnade and aus. Then it becomes a habit. Und dann wird das zu einer Gewohnheit. It's a habit of making excuses. Das ist dann diese Gewohnheit, Ausreden hervorzubringen. And then anytime that sin occurs again, you do the same thing. Und dann jedes Mal, wenn diese Sünde wieder hochkommt, dann tust du das Gleiche. Now it's harder. Und dann ist es noch schwerer. Whose fault is that? Wessen Fehler ist das jetzt? Well, it's not God. Oder wessen Schuld? Nicht Gottes. So humble yourself. Demütige dich selbst. And ask God, what do I need to do now to get to the root of sin? Und frage Gott, was muss ich jetzt tun, um zu dieser Wurzel der Sünde zu kommen? It might surprise some of you. Vielleicht verwundert das manche von euch oder überrascht euch, aber als ich mich mit meiner Sünde auseinandersetzte, was auch immer Gott mir zeigte, damit war ich nicht zufrieden, dass ich dann nur sagte, oh, es tut mir leid, sondern ich fing dann an, diese Schriften zu durchsuchen und Buße zu tun. Und als ich dann an das kam, wovon ich dachte, dass es die Wurzel meiner Sünde war, habe ich dort Buße getan. You can look at the fruit, that's not your problem. Du kannst dir die Frucht anschauen, das ist nicht das Problem. You have to trace that fruit back and find out what lies you believe for the sake of your flesh. Sondern du musst diese Frucht zurückverfolgen, um herauszufinden, welche Lügen du geglaubt hast, um deines Fleisches willen. And then you deal with sin there. Und dann setzt du dich dort mit der Sünde auseinander. Now, when you repent at the root, und dann, wenn du an der Wurzel Buße getan hast, will the fruit shrivel up and die, dann wird nicht nur die Frucht verdorben werden, the sondern Father is the gardener, he'll come and remove the fruit. Und sterben, sondern Vater ist der Gärtner und der wird diese Frucht entfernen. Your job is to deal with the root. Aber deine Aufgabe ist es, dich mit dieser Pfahlwurzel auseinanderzusetzen. It was your sin that caused it. Es war deine Sünde, die das zustande gebracht hatte. And you believed a lie. Und du hast eine Lüge geglaubt. Jesus told us. Jesus hat uns gesagt, but you didn't accept his teaching, you made your own version of the same teachings. Er hat es uns gesagt, aber du hast seine Lehre nicht angenommen, sondern du hast deine eigene Version von seiner Lehre gemacht. Because you were trying to help the flesh, you were trying to make it easier on the flesh. Weil du versucht hast, deinem Fleisch zu helfen und es für dein Fleisch einfacher zu machen. So always go back to his word. Also gehe immer wieder auf sein Wort zurück, aber verstehe, dass du die einfache Option gewählt hast. Und wenn du all das vollbracht hast, bitte Gott, dir wieder eine Zeitspanne des Drucks und Schwierigkeit zu schicken in deinem Leben, um sicherzugehen, dass du wahrlich Buße getan hast. Wenn das Wort Christi jetzt in dir wohnt, wenn dann der Druck kommt, wenn dann die Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen, wird es kein Problem sein. Weil du ein echter Jünger bist. Weil du in seinem Wort vorangegangen bist. Deshalb. Im Hebräerbrief Kapitel 13 lese ich die Verse 13 bis 17. Und Paul wrote this. Hier hat Paulus geschrieben. Vers 13, let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Verse 14, for here have we no continuing city, but we seek one to come. Vers 14, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. Durch ihn lasst uns nun beständig Gott ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Verse 16, but to do good and to communicate, forget not for with
such sacrifices, God is well pleased. Vers 16, wohlzutun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Vers 17, obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they must give account. Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freude, ja. That they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Time ran out for the Jews. Für die Juden ist die Zeit abgelaufen. It was part of God's plan for the Messiah to die. Es war ein Teil von Gottes Plan, dass der Messias sterben sollte. And the Jews rejected the Messiah. Und die Juden, die haben den Messias abgelehnt. That was God's plan. Das war Gottes Plan. To give everyone a chance now to believe on the Lord Jesus Christ. Um jedem jetzt die Gelegenheit zu geben, an den Herrn Jesus Christus zu glauben. Jesus didn't just die on that cross. Jesus starb nicht nur an diesem Kreuz. He had to qualify to die. Er musste sich dazu für qualifizieren zu sterben. That cross by listening to his father. Und er hat dieses Kreuz überwunden, indem er auf seinen Vater hörte. He did not use his divine power. Er hat nicht seine göttliche Macht verwendet. Even the Jews mocked him on the cross. Selbst die Juden hatten ihn auf dem Kreuz verspottet. Lass ihn Engel herunterrufen, sagten sie. And they mocked him. Und sie haben ihn verspottet. He's under a lot of pressure to use that divine nature and just flick his fingers. Er war unter sehr viel Druck, um einfach diese göttliche Natur zu verwenden und einfach nur seine Finger zu schnipsen. But he concentrated on one thing. Aber er konzentrierte sich auf eine Sache. Being in right standing with God. Im rechten Stand mit Gott zu sein. Doing exactly what the Father wanted him to do. Genau das zu tun, wovon der Vater es wollte. Even when he was on that cross. Auch selbst als er auf diesem Kreuz hing. They offered him a drink. Haben sie ihm ein Getränk gegeben. And he acknowledged God, he did exactly what God said in those circumstances. Und er hat Gott anerkannt und er hat in diesen Umständen genau das getan, was Gott gesagt hat. That may not be your priorities when you're on the cross suffering. Das sind vielleicht nicht deine Prioritäten, wenn du am Kreuz hängst und für die Sünden der ganzen Welt leidest. Now Paul told the church Paulus in Jerusalem, hat jetzt der Gemeinde in Jerusalem gesagt, to wake up. Dass sie aufwachen sollen. Denn es war jetzt an der Zeit, dass die Juden Buße tun sollten. The plan had been completed. Der Plan wurde vollbracht. Christ had died. Christus war verstorben. And now it was the chance for the Jews to repent. Und jetzt hatten die Juden diese Gelegenheit, Buße and they zu tun. Needed some help. Und sie brauchten Hilfe. Well, Stephen tried to help them. Stephanus versucht, ihnen zu helfen. Was haben sie ihm angetan? Sie haben ihn gesteinigt. Persecution began. Und diese Verfolgung hat angefangen. You might be thinking, well, Stephen's the problem. If only he kept his mouth shut, this wouldn't have happened. Vielleicht denkst du, oh, Stephanus war das Problem. Wenn der das getan hätte, dann wäre er nicht gestorben. But now is the job of the Jews left behind to help the ones, the unconverted Jews. Aber jetzt war es die Aufgabe, den Juden zu helfen, die nicht bekehrt waren. Und das war die Aufgabe der Juden, die zurückblieben. They were to save them. The Jews had to save themselves. Und die Juden mussten sich selbst retten. First of all, from the coming wrath. Zuerst von diesem kommenden Zorn. And the destruction of Jerusalem in AD 70. Und von der Zerstörung von Jerusalem in 87. And the new Jewish converts, the new Jews were left behind for this purpose. Nach Christus. Und die Juden, die bekehrt waren, die wurden für diesen Grund zurückgelassen. This is what Paul told them to do. Und das hier ist, was Paulus ihnen this sagte. Was his orders. Er gab ihnen die folgende he Anweisung. Wasn't suggesting anything. He was giving them orders. Er hatte ihnen nichts vorgeschlagen, sondern er hat es ihnen he gesagt. Said, I want you to be a living sacrifice. Und ihnen eine Anordnung gegeben. Er hat gesagt, ich they möchte, thinking, we're going to be dead sacrifices, dass ihr ein lebendiges ones. Opfer sein werdet. Die dachten, oh, wir werden tot. Der Opfer sein, nicht lebendige. Aber das ist nicht, was er gesagt hat, das passieren würde. Er hat gesagt, ich möchte, dass du da hinausgehst und Zeugnis gibst von Gottes Versorgung in deinem Leben. Denn du tust das, was ihm gefällt, durch den Geist. Now this testimony is going to stir things up. Dieses Zeugnis wird manche Dinge aufwiegeln, because you know, nobody talks to God. Denn niemand spricht so mit Gott. But they
Aber so haben sie mit Gott gesprochen. Und die sollten ein Zeugnis von dieser Tatsache geben. Und die Juden in dieser Zeit haben ehrlich gesagt gedacht, und Denken ist eine sehr gefährliche Beschäftigung. Und manche sagen, hey, ich möchte einfach zurückgehen, lass uns wieder zum Tempel zurückkehren, das ist einfacher. Vielleicht können wir auf diese Art und Weise irgendwie Frieden mit den Juden haben. Was ist deine Lösung? When somebody puts you outside the walls, wenn jemand dich außerhalb von diesen Mauern stellt, excommunicates you, wenn jemand dich exkommuniziert, let me read in the living Bible, lass uns in der lebendigen Bibel lesen. This is Hebrews 13, das ist in Hebräer 13, 13-17, in den Versen 13 bis 17. Says here, so let us go out to him beyond the city walls. Lasst uns also zu ihm hinausgehen, jenseits der Stadtmauern. That is outside the interests of the world. Das heißt, außerhalb der Interessen dieser Welt, being willing to be despised, weil wir bereit sind, verachtet zu werden, to suffer with him, um dort mit ihm zu leiden, bearing his shame, und seine Schande zu tragen. For this world is not our home. Denn diese Welt ist nicht unser Zuhause. We are looking forward to our everlasting home in heaven. Wir freuen uns auf unsere ewige Heimat im Himmel. With Jesus' help, we will continually offer our sacrifice of praise to God. Mit Jesu Hilfe werden wir Gott ständig unser Lobopfer darbringen. By telling others of the glory of his name. Indem wir anderen von der Herrlichkeit seines Namens erzählen. Don't forget to do good and to share what you have with those in need. Vergiss nicht, Gutes zu tun und das, was du hast, mit den Bedürftigen zu teilen. For such sacrifices are very pleasing to him. Denn solche Opfer sind ihm sehr wohlgefällig. Obey your spiritual leaders and be willing to do what they say. Gehorche deinen geistlichen Führern und sei bereit, das zu tun, was sie sagen. For their work is to watch over your souls. Denn ihre Aufgabe ist es, über eure Seelen zu wachen. And God will judge them on how well they do this. Und Gott wird sie danach beurteilen, wie gut sie das tun. Give them reason to report joyfully about you. Gebt ihnen Grund, dem Herrn mit Freude über euch zu berichten. To the Lord and not with sorrow, for then you will suffer for it. Und nicht mit Kummer, denn dann werdet ihr auch dafür leiden. Now is the chance you and I have to learn some very complicated situations. In complicated situations. Jetzt haben du und ich die Gelegenheit, in sehr komplizierten Umständen zu lernen. You were supposed to take up your cross. Du hättest dein Kreuz auf you dich nehmen sollen. Deny yourself. Du hättest dich selbst verleugnen sollen. When you take up your cross, und wenn du dein Kreuz auf dich nimmst, you are considered to be a criminal, dann wirst du als ein Krimineller angesehen by somebody. Von irgendjemandem. And that may be somebody close to you. Und vielleicht ist das jemand, der dir nahe steht. Maybe somebody who doesn't agree with your methods. Vielleicht ist das jemand, der mit deinen Methoden oder mit deinem Stil nicht übereinstimmt. I hope there's somebody like that in your life. Ich hoffe, dass so jemand in deinem Leben ist. They're not your enemy, they're your friend. Das sind nicht deine Feinde, sondern deine Freunde. They're trying to help you get ready. Die versuchen dir zu helfen, vorbereitet zu sein. Submission and obedience to God. Für ein Leben der Unterordnung und des Gehorsams Gott gegenüber. God's ways are not man's ways. Gottes Wege sind nicht der Menschenwege. Und wenn du es jetzt in diesen letzten Tagen bequem hast, dann wirst du es nicht schaffen. Ich weiß, woher meine Bequemlichkeit oder mein Trost herkommt. Das ist auf Englisch dasselbe Wort. Und ich bekomme meinen Trost davon, dem Vater zu gehorchen und zu gefallen. Und wenn ich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tue und die richtigen Dinge sage, I know my Father is mindful of me. Dann weiß ich, dass mein Vater an mich denkt. Amen. Vater, ich bete, dass dieses Wort verwendet wird, vor allem für diejenigen, die hier sind und auch für diejenigen, die online zuhören. Father, I pray that everyone draws close to you. Vater, ich bete, dass jeder sich dir naht und dass sie erkennen, dass du jetzt an ihre Situationen denkst. That you are taking every and making every effort to help them. Dass du alle Anstrengung hervorbringst, um ihnen zu helfen, wenn sie sich selbst demütigen und vorsichtig,
zuhören, dann werden sie deine Fürsorge und dein Sorgen erleben. And you will prepare them. Und du wirst sie vorbereiten for a life of obedience. Für ein Leben des Gehorsams. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you very much. Preist den Herrn, vielen Dank. Yeah. So as Keith is sharing this morning, make your notes, and especially if anything the Lord highlights to you as Keith is speaking, you put a big asterisk next to it and make sure you pick up what God has got for you. God has always got something good for us, hasn't he? I mean, Keith's suggestion this morning is that I become a really horrible authority and start being cruel to you all. And he reckons that'll be good, but only for 70 years. So that's the sum of what I picked up this morning anyway, so... it was a lot more than that. I think you might need to listen to the message. Let's pray, and we're going to ask Keith to share straight away this morning, and then we will sing later as the Lord leads. Lord, you are an amazing God. I do thank you that you have got so many things that you want to speak to us, that you're so gracious and kind and merciful, Lord, but we don't want to take that for granted. We want to be people that hear your voice, feel the conviction, and change to become who you've called us to be. We've got one shot at this life, Lord, to do the things that you've called us to do. We want to follow your example, Jesus. Follow your example in living a life that's pleasing to the Father. So this morning, Lord, as you were speaking, I ask that we'd have ears to hear what you're saying to us, that we could be ready on that day that's very soon that you return. In your name, amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Good to be in the house of God with you this morning, worshiping God. Gut, heute früh mit euch im Haus des Herrn zu sein und ihn zu preisen. And again, I enjoy these meetings where I get opportunity to share a bit more on the Word of God. Und nochmals, ich mag diese Treffen sehr gerne, wo ein bisschen mehr über das Wort Gottes mitteilen kann. Speaking about God being mindful of us. Und ich habe davon gesprochen, dass Gott an uns denkt. That might surprise some of you. Und das überrascht vielleicht manche von euch. He hasn't forgotten about you. Er hat dich noch nicht vergessen. That's why I keep coming. Deshalb komme ich immer wieder. And that's the message I always bring everywhere is a message of repentance. Und die Botschaft, die ich überall hinbringe, ist eine Botschaft der Umkehr. And that's the message we need. Und der Buße, das ist die Botschaft, die wir brauchen. You're repenting as often as you possibly can. Und auch hoffe, dass ihr so oft wie ihr nur könnt Buße tut. Spend time with the Lord. Dass ihr Zeit mit dem Herrn verbringt. And let him speak into your life. Und dass ihr zulasst, dass er in euer Leben hineinspricht. What I'm sharing this morning, I hope, is convicting. Ich hoffe, dass das, was ich heute Morgen mitteile, überführt. Dann ist das ein Werk des Geistes und nicht von Keith Jenkins oder sonst irgendjemand. The Holy Spirit does the work. Der Heilige Geist tut dieses Werk. And when you're convicted of something, und wenn ihr von etwas überführt werdet, it's an opportunity for something to pass away. Dann ist es eine Gelegenheit dafür, dass etwas vergeht. You cannot do that in your strength. Du kannst das nicht aus deiner eigenen Kraft heraus tun. Things you've been struggling with for years. Es gibt Dinge, mit denen du schon seit Jahren dich abmühst. Your life is not changing. Und wenn dein Leben sich nicht verändert, that means you're not in Christ. Dann bedeutet das, dass du nicht in It Christus means bist. You're in the flesh. Es bedeutet, dass du im Fleisch bist. If I meet you today and I meet you again in a month's time, wenn ich dich heute treffe und dann wieder in einem Monat, and your life is not changed, und dein Leben sich nicht verändert hat, my job as a preacher is to tell you to repent. Dann ist es meine Aufgabe als Prediger, dir zu sagen, you dass du Buße tun musst. Du solltest dich ändern. All things should be passing when new things should be coming. Alte Dinge sollten vergehen und Neues sollte kommen. You may not realize that the consistency of that process. Und vielleicht realisierst du nicht die Beständigkeit dieses Prozesses. God is faithful. Gott ist treu. And he is transmitting his perfect will for you every day. Und er gibt jeden Tag für dich seinen vollkommenen Willen weiter. You're not listening. Aber du hörst nicht zu. We explained two kinds of sin this morning. Wir haben heute früh zwei Arten von Sünde erklärt. We said about the sin of commission, wir haben von dieser Sünde des which Begehens is what most people understand that, gesprochen und die meisten Leute verstehen diese. But there's also what we call the sin of omission. Aber es gibt auch diese Sünde des Unterlassens. And that is the problem. Und das ist das Problem. And you are still sinning against God, und du sündigst seriously. Immer noch ernsthaft gegen Gott, if you do not deal with that sin, wenn du dich mit dieser Sünde nicht auseinandersetzt. And only God can fix that problem, und nur Gott kann dieses Problem reparieren, but you have to cooperate. Aber du musst mit ihm zusammenarbeiten. In the book of Isaiah 55, und in Jesaja 55, this is where we ended this morning, dort haben wir heute
früh aufgehört. In verse 8 he said, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Und da steht in Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. So God is doing something in your life. He has a plan. Gott tut etwas in deinem Leben. Er hat einen Plan. And he has the master plan. Er hat diesen Meisterplan. So he's working from that plan, not your plan. Und er arbeitet von seinem Plan aus und nicht von deinem Plan. Things you need to do now, und es gibt Dinge, die du jetzt zu tun hast, heute, to be ready for what's coming. Um für das vorbereitet zu sein, das kommen wird. Is faithfully transmitting that information by the Spirit. Und er gibt durch den Geist treu diese Information weiter. But if you've got yourself entangled in this world right now, aber wenn du dich jetzt in dieser Welt verstrickt hast, and you're living like as if COVID has gone away, und so lebst, als ob Covid jetzt weg ist, or Corona, that things are gonna go back to normal, you're a fool. Oder dass die Dinge wieder zum Normalen zurückkehren this werden, world is passing away. Dann bist du töricht, diese Welt the vergeht. Economy is crumbling. Die Wirtschaft, die zerfällt. Du musst nicht sehr weit schauen, um diese Fakten herauszufinden. You better start changing your priorities. Es ist besser, dass du jetzt deine Prioritäten änderst. Es gibt nur eine Sache, die jetzt für dich and wichtig that is sein sollte. Finding out what God wants you to do and do it. Und das ist herauszufinden, was Gott möchte, dass and du tust und das zu take tun. One day off doing that. Und du solltest nicht nur einen Tag, nicht mal einen Tag, and by grace, freinehmen davon und durch Gnade gibt Gott seinen vollkommenen Willen für jedes seiner Kinder weiter. In Vers 9 steht, for as the heavens are higher than the earth, are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Verse 10 says, for as the rain comes down, Vers 10, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorkommt. It shall not, es wird nicht, it says, it shall not return unto me void. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. This is what God says. Das ist, was Gott gesagt hat. It shall accomplish that which I please. Sondern es wird ausrichten, was mir gefällt. And it shall prosper in the thing where it was sent to do. Und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Now you might be looking at things differently than I'm looking at them. Du siehst die Dinge vielleicht anders, wie ich sie sehe. But that should put the fear of God in you. Aber das sollte die Furcht Gottes in dich bringen. It should wake you up. Das sollte dich aufrütteln. Make you realize that God is no respecter of persons. Aufwecken und erkennen, dass Gott nicht die Person ansieht. If you will not listen, wenn du nicht zuhören wirst and you will not be a doer of the word, und wenn du nicht ein Täter des Wortes sein wirst, I guarantee one thing, God's gonna find somebody else who will. Dann kann ich dir eines garantieren, dass Gott jemand finden wird, der es tut. And you get put to the side. Und du wirst dann zur Seite geschoben. You become what the Bible says is a castaway. Du wirst dann, wovon die Bibel spricht, dass du verworfen bist. Wenn du verworfen sein möchtest, dann sei verworfen. Mir ist es egal. But I'm not gonna do that. Aber ich werde das nicht tun. I believe, ich glaube, that God is transmitting information to me, dass, every day, dass Gott mir jeden Tag Info gibt. Not on Wednesdays and Thursdays, nicht nur mittwochs und donnerstags. Not only on Sundays, nicht nur sonntags. Every day, sondern jeden Tag. Just as he, as the rain comes down, so wie der Regen herniederkommt, it's coming down now, but you're not listening. So kommt es jetzt, aber du hörst nicht your zu. Mind is cluttered. Dein Sinn ist voll. It's full of stuff. Voller Dinge. And you need to get rid of that junk that you put there yourself. Und du musst die Dinge loswerden, die du dort selbst hineingebracht hast. Every time. Jedes Mal, wenn du dich hinsetzt und Fernsehen schaust, ohne Gott zu fragen, bist du in Sünde. Jedes Mal, wenn du irgendetwas tust, ohne Gott zu fragen, bist du in Sünde. Dann ist es egal, wenn du irgendwelche Gebete des, der
des Schutzes gegen den Teufel betest, and you're sitting in front of the devil's box. Aber dann sitzt du vor der Box vom Teufel. I mean, you're just asking for trouble. Dann fragst du ja gerade recht nach Problemen. Repent. Tu Buße. I mean, after all, the only protection we have, denn nach allem ist die einzige, der Schutz, den wir haben, das zu tun, was Gott mir jetzt aufträgt, dass ich tun soll. Wenn ich am rechten Zeitpunkt, am rechten Ort bin und das Richtige tue, I'm in right standing with God. Dann bin ich im rechten Stand mit Gott. You may not believe that. Vielleicht glaubst du das you nicht. You may have this funny idea that you're righteous because you said a prayer 20 years ago. Vielleicht hast du diese komische Idee, dass du gerecht bist, weil du vor 20 Jahren ein Gebet gesprochen hast. Aber du verweigerst dich, dir dein Leben anzugucken und die schlechte Frucht anzuschauen, die dort beständig vorkommt. Die sagt dir, dass du ungerecht bist. Derjenige, der gerecht ist, bringt auch diese Frucht der Gerechtigkeit hervor. Der gerecht ist, ist der, der hat ist derjenige, der Frieden hat, when everybody else is going crazy, wenn alle anderen herum verrückt sind, because they're in right standing with God. Weil sie mit Gott im rechten Stand sind. The kingdom of God is here now. Das Reich Gottes ist jetzt hier. It's not something we're waiting to come, it's already here. Das ist nicht etwas, worauf wir warten, and sondern es ist schon hier. To live in that kingdom, und du hast die Gelegenheit, in diesem Reich zu leben. Wenn du jetzt so eine Hilfe haben möchtest, wie du in das Reich Gottes hineinkommen kannst, kann ich sie dir geben. When you have the peace of God, wenn du den Frieden Gottes hast and when you have the joy of the Lord, und wenn du die Freude des Herrn hast, dann bist du in seinem Reich. When you don't have those things, you're not. Wenn du diese Dinge nicht hast, dann bist du it's es nicht. A simple guide, isn't it? Das ist ganz eine einfache Hilfe. Here it says in verse 12. Führer, oder? Hier in Vers 12 steht. In the book of Isaiah 55 and verse 12 and 13. In Jesaja 55 in den Versen 12 und 13. Before Christ came. Das ist, was gesagt wurde, bevor Christus kam. He said, "For ye shall go out with joy." Hier steht denn, ihr werdet mit Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. That should describe you in these days. Das sollte dich in diesen Tagen beschreiben. The mountains and the hills shall break forth before you into singing. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen. And all the trees of the field und alle Bäume des Feldes clap their hands. In die Hände klatschen. If you listen enough, you'll hear that. Wenn du gut genug zuhörst, dann wirst du das hören. If you are a properly operating human being, wenn du ein richtig funktionierender Mensch bist, you look at Noah. Du glaubst, ich mache this Spaß. Aber schau dir Noah an, das war bevor Christus kam. Und wir nähern uns jetzt diesen Tagen Noahs. Wir nähern uns dieser Zeit, wo das Gericht auf uns kommt und keiner sieht es kommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die ganze Familie von Noah wirklich vorbereitet war. Aber sie kannten Noah. Und sie wussten, dass Noah ein Mann Gottes war. Und sie haben ihn gesehen. Und er sah, dass zwei und zwei diese Tiere in Pärchen zu Noah kamen und in diese Touristenattraktion hineingingen, die Noah gerade baute. Das ist sehr... das ist ja beeindruckend. Verse 13. Vers 13. Instead of the thorn shall come up the fir tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree, and it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Man has messed things up. Der Mensch hat die Dinge vermasselt. And there's things that need to be done. Und es gibt Dinge, die zu tun sind. And when they're done right, und wenn sie korrekt getan werden, the mess that we've created won't happen. Dann wird dieses Schlamassel, das wir kreiert instead, haben, nicht mehr all of creation will function in the way they were supposed to function. So sein, sondern dann wird alle Schöpfung so funktionieren, wie sie funktionieren sollte. Save the planet from destruction. Die ganze Welt versucht, diesen Planeten von der Zerstörung zu retten. Das ist ein Zeugnis für diese Tatsache, dass and sie no nicht auf Gott hören. To fix it now will help.
und nie nichts, was man jetzt tun kann, um das zu reparieren, wird helfen. Wenn du in irgendeiner dieser Organisationen beteiligt bist, musst du Buße tun. Das Einzige, auf das du dich jetzt konzentrieren musst, ist, dass du selbst Buße tust und hörst, Gott zu hören und zu tun, was er sagt. Nichts anderes wird dir helfen. In diesem Ministry we say, good is the enemy of best. Oder gut genug sein. Und hier in diesem Dienst sagen wir, das Gute ist der Feind vom Besten. When Jesus comes back, wenn Jesus wiederkommt, if you're a busy body doing good things, wenn du dann jemand bist, der beschäftigt ist und gute Dinge you tust, are gonna get left behind. Dann wirst du zurückbleiben. But for those of you, aber für diejenigen von euch, die jetzt Zeit investieren und lernen, seine Stimme zu hören, und wir haben alle Hilfe, die wir brauchen. Corona half uns, aber die Leute wollten nicht zuhören. Wir hatten andere Dinge, wir hatten Krieg, wir hatten auch Essensmangel. Diese Dinge kamen, um dir zu helfen. Die haben dich gezwungen, Gott zu fragen, aber was hast du getan? Du hast deinen Verstand benutzt. Du bist nicht zu dem gelaufen, der wusste, was in komplizierten Situationen zu tun ist. Die erste Person, zu der du laufen solltest, wenn du Probleme hast, ist Gott. He is transmitting his perfect will. Er gibt seinen vollkommenen Willen weiter. So if he tells you to do something, just do it. Und wenn er dir etwas sagt, dann tu es einfach. This is what God says in Isaiah 55. Hier ist, was Gott in Jesaja 55 gesagt hat, in den Versen 1 bis 3. Now remember, we just read what would happen if you did the right thing. Denk daran, wir haben gerade gelesen, was passieren würde, wenn du das Richtige tust. Das Richtige ist, aufhören, selbst zu denken. Denn das ist ein Vergehen, zu denken. You're not supposed to use your mind to make decisions. Du solltest deinen Verstand nicht benutzen, um Entscheidungen zu treffen. You do not have all the information. Du hast nicht alle Informationen. There's only one person who has all the information. Es gibt nur eine Person, die alle Informationen hat. And that is God. Und das ist Gott. And he cares about you. He's mindful of you. That's und er kümmert sich, er denkt an dich. Darum geht es heute. He knows the end from the beginning. Er kennt das Ende von Anfang so an. When he tells you something, wenn er dir etwas sagt, at a particular time, zu einem gewissen Zeitpunkt, then it's the right time. Dann ist das die richtige Zeit. It's not the wrong time. Das ist nicht die falsche Zeit. And you should not see God speaking to you at certain times as inconvenient. Und du solltest das, wenn Gott zu dir an gewissen Zeitpunkten if you're driving your car, spricht, nicht als unbequem sehen, sondern wenn du Auto fährst und Gott sagt dir, ich möchte, dass du stehen bleibst mit diesem Auto und da zur Seite fährst. And I want you to write down what God just said to you. Und ich möchte, dass du jetzt das aufschreibst, was Gott dir gerade gesagt hat. You've got to break some bad habits. Dann musst du eben diese schlechten Gewohnheiten brechen. Deine Gewohnheit ist anders. Du fährst schnell voran und versuchst, mit der Welt mitzuhalten. Du musst deine Prioritäten ändern. Das Wort Gottes, was Gott dir sagt, sollte die Top-Priorität in deinem Leben sein. Das hier ist, was Gott sagt jetzt. Hör zu. Jesaja 55, 1 bis 3. Here's the real problem now. Hier ist jetzt das wirkliche Problem. Verse 1. Vers 1. Lo, everyone who is thirsty. Wohlan, ihr Durstigen, alle. Didn't say some people. Das sagt es nicht. Or some nations. Manche Leute oder manche Nationen. This is global now. Sondern das ist jetzt global. This is outside of any politics or any other issues. Das ist außerhalb von irgendwelcher Politik oder irgendwelchen Problemen. Gott lügt nicht. He says here. Er sagt hier. Everyone. Jeder. That means all. Das heißt alle. A-L-L-E. Everyone that is thirsty, jeder, der durstig ist, come ye to the waters now. That's what you got alle to do. Kommt her zum Wasser. Das we're ist, was du tun musst. Living waters wir now. Sprechen hier jetzt vom lebendigen Wasser. And he that has no money. Und die, ihr kein Geld habt, do you think we're gonna have that problem in the next couple of months? Glaubt ihr, dass wir dieses Problem in den nächsten 2 Monaten haben werden? Is this relevant to you?
Ist das für dich relevant? I think this is completely relevant. Ich glaube, das ist vollkommen relevant. And you think the word of God is irrelevant. Und du glaubst, dass das Wort Gottes irrelevant says, ist. He that hath no money, da steht, ihr, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft. This is the problem now. Das ist jetzt das Problem. Come and buy and eat the right things. Kommt, kauft und esst die richtigen Dinge. Come and buy wine and milk without money and without price. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. I'm not running a shop service here. Nun, ich habe jetzt keinen Einkaufsdienst. God is, Gott hat das. But you don't listen. Aber du hörst nicht zu. Vers 2. Why? Warum? God asks you, why? Warum, frage ich dich, warum? Why do you spend money? Warum? For that which is not bread. Gibst du Geld aus für das, was kein Brot ist? Why do you do that? Warum tust du das? Why do you go and buy things and later you're just still hungry? Warum gehst du und kaufst Dinge und bist später immer noch hungrig? That you're not really satisfied. Und dass du nicht wirklich gesättigt bist. You know, some of the food you eat today just makes you more hungry. Manches von dem Essen, das du heutzutage isst, macht dich hungriger. Some of the drinks you design have got chemicals in them probably make you more thirsty. Manche der Getränke, die es heutzutage gibt, sind so aufgebaut, dass sie chemische Sachen in sich haben, dass sie dich noch durstiger machen. Warum tust du das? You use your brain. You listen to your eyes. Weil du deinen Verstand benutzt und darauf hörst, zwischen deinen Augen. He asked you a question. Und er hat dir eine Frage gestellt. Antworte ihm. Warum arbeitest du so schwer, um Geld zu verdienen? Für etwas, das dich dann nicht sättigt. Und hier steht, hört doch auf mich. Eines. Nur eines, hört doch auf mich. Oder hört eifrig auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Denn du weißt nicht wirklich, was gut ist. You know. Du glaubst, dass nur du meinst es zu wissen. Das ist dein Problem. Es gibt nur eine Person, die weiß, was gut ist zu essen. Und das ist Gott. You need to listen to him. Und du musst auf ihn hören. And let your soul now delight itself in that fatness. Und eure Seele soll sich laben an fetter Speise. See, it's not just your stomach you're serving. Sie, es ist nicht nur der Bauch, dem du dienst. That's not going to make you happy. Das wird dich nicht alleine glücklich machen. What you need is your soul to be fed. Was du brauchst, ist, dass deine Seele genährt wird. And your soul's not going to be fed on junk food. Und deine Seele wird nicht von diesem schlechten Essen genährt werden. It's going to grow by doing the will of God. Sondern es wird wachsen, indem es den Willen Gottes tut. I can't think of anything more pleasing and satisfying. Ich kann an nichts Besseres und Erfreulicheres denken. To know. Und Nährenderes, I have done exactly what God said today, als zu wissen, dass ich heute genau das getan habe, was Gott mir heute gesagt hat, and so wie gestern, God, und dass ich Gott nicht nur gefalle, sondern dass der Heilige Geist auf mir ist, alle Zeit, um das zu tun, was ich tue, dass wozu auch immer ich meine Hand wo ich meine Hand anlege, er hilft mir dabei, das umzusetzen. Ich rede jetzt von keiner Theorie, sondern das passiert. Und du kannst das Gleiche tun, wenn du demütig bist. Es wird nicht passieren, wenn du deinen Verstand benutzt, um Entscheidungen zu treffen. Vielleicht verstehst du es nicht, also lass mir dir etwas Licht geben. Wenn du die Entscheidungen von deinem Verstand heraus triffst, chief sin in the word of God. Dann begehst du die größte Sünde im Wort Gottes. There is no greater sin. Es gibt keine größere Sünde than that sin right there. Als diese Sünde. It shows me you're a fool. Und das zeigt mir, dass du töricht bist. You're mocking God. Dass du Gott verspottest. For you make decisions with your mind. Wenn du Entscheidungen mit deinem Verstand triffst, dann bist du arrogant. You think you have all the information. Denn du glaubst, dass du alle Info you hast. Are not humble, as you suppose. Und dann bist du nicht demütig, so wie du meinst. But you've got a choice now. Aber du hast jetzt eine Wahl. And this is only by grace. Und das ist nur aus Gnade. Verse 3 says this. In Vers 3 steht, incline your ear, neigt eure Ohren, and come unto me, hear, and your soul
shall live. Und kommt her zu mir, hört, so wird eure Seele leben. Maybe you're not so concerned about your soul. Vielleicht kümmerst du dich nicht so sehr um deine Seele. You think, well, I'm living, I'm okay, I'm healthy. Vielleicht denkst du, ich lebe, ich bin okay, ich bin gesund. But I'm telling you now, your soul's dying. Aber ich sage dir jetzt, dass deine Seele stirbt. But you can make an everlasting covenant with God. Aber du kannst mit Gott einen ewigen Bund if you machen, incline your ear, wenn du ihm zuhörst, come to him, zu ihm kommst, hear, hörst and do what he says. Und tust, was er sagt. This is you will have the mercy of David on your side. Und dann wirst du die Gnadengüte oder Barmherzigkeit Davids an deiner Seite haben. David needed a lot of mercy to do what he was doing. David brauchte viel Barmherzigkeit, um das zu tun, was er tat. And he wasn't rejoicing to see the sinners perish when he was doing his job. Und er hat sich nicht gefreut, wenn er die Sünder sah, dass sie vergehen, als er seine Aufgabe machte. Some of his accounts, you realize he wanted them to be saved. Wenn du seine Schriften liest, dann wirst du sehen, dass er wollte, dass sie gerettet werden. Bevor er seine Feinde vernichtete, wollte er ihnen jede Gelegenheit geben, Buße zu tun. Und er hat sich vergewissert, dass er nur das tat, was Gott ihm auch auftrug. Und deshalb hat Gott ihn nach einem Mann nach seinem Herzen benannt. Gott kann sich and he's no respecter of person. Versorgen, und er ist kein Anseher der Person. Now, I always tell people to study God. Ich sage den Leuten immer, dass sie Gott studieren sollen. You know, people think theology is studying things about God. Leute glauben, dass Theologie bedeutet, Dinge über Gott zu lernen. Don't do that. Tu das nicht. You couldn't understand God if you tried. Du könntest Gott nicht verstehen, selbst wenn du es versuchtest. True theology is the study of God himself. Die wahre Theologie ist die Studie von Gott selbst. And the best way to do that is to make yourself the subject of that study. Und du kannst es am besten tun, wenn du selbst dieses Objekt der Studie wirst. To put yourself in the hands of the living God. Wenn du dich selbst in diese Hände des lebendigen Gott übergibst. Don't do anything for yourself. Und nichts für dich selbst tust. No initiative to do anything. Wenn du keine Initiative ergreifst, don't irgendetwas think, zu tun, wenn du nicht denkst, do not listen to your emotions, don't listen to your feelings. Wenn du nicht auf deine Emotionen oder Gefühle hörst, only listen to his voice. Sondern höre nur auf seine Stimme. And incline your ear, as it says here. Und höre, neige dein Ohr. And you will find out who God really is. Und dann wirst du herausfinden, wer Gott wirklich you just ist. Think you know who God is. Du denkst, du weißt, wer Gott ist. But you're not serving a living God, you're serving a dead God. Aber du dienst keinem lebendigen Gott, sondern einem toten Gott. You're gonna have to change your priorities. Du wirst deine Prioritäten ändern müssen. I'm serious. Ich meine es ernst. If you don't change your priorities, you will perish. Wenn du deine Prioritäten nicht änderst, dann wirst du vergehen. There is no reason. Es gibt keinen Grund dafür, warum irgendein Kind Gottes, das wiedergeboren ist, mit dem Geist in sich, hungrig oder durstig sein sollte in dieser Zeit. Die Gnade Gottes nimmt zu. Sie nimmt jetzt schon seit ein paar Jahren zu. And it's gonna hit a peak. Und das wird zu einem Höhepunkt kommen, an einem gewissen Punkt. Grace is increasing so much, I'm amazed. Und die Gnade nimmt momentan so viel zu, es wundert mich. Ich erlebe diese Gnade. I'm using that grace. Ich gebrauche diese Gnade. I'm not using that grace to go on being the way I am. Ich benutze diese Gnade nicht, um weiterhin zu sein, wie ich bin, sondern ich finde bessere Wege, das zu tun, was ich tue. Ich versuche, effizienter zu sein, auf Gott zu hören, Dinge zur rechten Zeit zu machen. That's what the grace is for. Dafür ist die Gnade da. And because I've been working hard, und weil ich dann hart gearbeitet habe, the grace of God is increasing, abounding in my life. Nimmt die Gnade Gottes zu in meinem Leben und über. I'm not sitting back there just relaxing in Nottingham. Ich sitze nicht nur dort in Nottingham und entspanne mich, sondern ich bin jemand, der Probleme schürft, versteht ihr? Ich habe gerade ein bisschen Probleme mit mir gebracht. Ich versuche euch zu helfen, denn ihr schlaft ein. Gottes Gnade nimmt zu, because sin is abounding. Denn die Sünde nimmt zu. And some people looking at the sin abounding and got horrified at the situation. Manche Leute sehen diese Sünde, die zunimmt, und die haben Angst vor dieser Situation.
oder Horror und ich freue mich aber. The world's got to get worse. Denn die Welt wird noch schlimmer That's werden. Predicted. Das ist schon vorhergesehen. But what's not predicted aber was noch nicht vorhergesehen wurde, is what you are going to do with grace. Ist, was du jetzt predicted. Mit dieser Gnade tun wirst und das ist noch nicht vorhergesehen. And you're the one who determines whether you get grace or you don't get grace. Und du bist derjenige, der das bestimmt, ob du jetzt Gnade bekommen wirst oder nicht. If you cannot hear his voice, then you are dead spiritually. Wenn du seine Stimme nicht hören kannst, dann bist du geistlich tot. And if you are making excuses saying to me that you have to use your mind. Und wenn du Ausreden hervorbringst und mir sagst, dass du deinen Verstand benutzen musst, then you are deceiving yourself. Dann täuschst du dich selbst. And you will go on deceiving yourself. Und dann wirst du dich weiterhin selbst täuschen und zurückbleiben. Christianity is not just another religion. Christentum ist nicht nur eine weitere Religion. It is a relationship with a living God. Sondern es ist eine Beziehung mit einem lebendigen Gott. Where you diligently incline your ear. Wo du eifrig hörst. Some of you might be surprised at this everlasting covenant. Und manche sind vielleicht verwundert über diesen ewigen Bund. Kind of surprised you a little bit, hasn't it? Das hat dich vielleicht ein bisschen überrascht, oder? You've heard about the old covenant and the new covenant. What's this everlasting covenant? Du hast von diesem alten und diesem neuen Bund gehört, aber was ist mit diesem ewigen Bund? Well, which one do you think is going to be around when Jesus comes back? Welcher glaubst du, dass noch bestehen wird, wenn Jesus wiederkommt? You read about what happens during that period of time. You're doing your study. Wenn du liest davon, was in dieser Zeit passieren wird, wenn du Then studiert we're going hast, into eternity. Dann werden wir auf diese Ewigkeit so what hinzukommen. Kind of covenant will we have there? Welchen Bund werden wir da haben? I think it's going to be this one. Ich glaube, dass es dieser hier sein wird. This is the everlasting covenant. Denn dies hier ist der ewige Bund. So it's a very simple covenant. Das ist ein sehr einfacher Bund. It requires you and me to incline our ear to him. Er verlangt nur danach, dass wir, du und ich, unsere Ohren And neigen, come to him, hear and obey. Und zu ihm herkommen und gehorchen. Jesus actually brought the kingdom of God with him when he came. Jesus hat das Reich Gottes mit sich gebracht, als er kam. I mean, the kingdom of God came in great power on the day of Pentecost. Das Reich Gottes kam mit Macht, als es am Pfingsttag kam. But the kingdom has been here for some time now. Aber das Königreich ist jetzt schon seit einer Weile hier. And Jesus said, when he came, he spoke more about the kingdom than anything else. Und Jesus hat gesagt, er hat mehr über das Reich gesprochen als sonst über irgendetwas. Und in seinen Lehren hat er Folgendes in gesagt. Matthew chapter 7, in Matthäus Kapitel 7. I'm reading verses 7 to 14. Da lese ich in den Versen 7 bis 14. So this is proof that that everlasting covenant is already here now. Und das hier ist Beweis, dass dieser ewige Bund jetzt schon hier ist. Matthew 7 and verse 7 says, ask and it shall be given unto you, seek and you shall knock. Seek and you shall find. In Vers 7 steht, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Knock and it shall be opened unto you. Klopft an, so wird euch aufgetan. Verse 8 says, for everyone that asketh receives. Denn jeder, der bittet, empfängt. And he that seeks finds. Und wer sucht, der findet. And to him that knocks, it should be opened. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. This is the everlasting covenant now. Das hier ist jetzt der ewige Bund. Verse 9. Vers 9. Of what man, what man is there of you, whom if he sons ask bread, will give him a stone? Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Vers 10 says, or if he ask a fish, will he give him a serpent? Vers 10, und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Vers 11, if he then being evil, know how to give good gifts unto your children? Vers 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, how much more shall your Father, which is in heaven, give good things to them that ask him? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Therefore, alles nun, all things, whatsoever ye would that men should do to you, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, do ye even so to them, for this is the law and the prophets. Das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Now wake up, folks. Wacht auf, Leute. If you're operating with this everlasting covenant, wenn du mit diesem ewigen Bund funktionierst, you have an abundance. Dann wirst du im Überfluss haben. You're hungry and thirsty. Dann bist du hungrig und durstig. But not for bread or for things that people are looking for. Aber nicht nach Brot oder den Dingen, nach denen Your die Leute suchen. Soul requires
food. Denn deine Seele, die braucht Nahrung. Spiritual food. Aber das ist jetzt geistliche Nahrung. And you are being fed by conviction and repentance. Du wirst durch diese Überführung und Buße genährt. And you are being chastened by the word and you're changing. Und du wirst durch das Wort gezüchtigt und änderst dich. And your soul is satisfied in that fatness. Und deine Seele wird durch diese Fülle dann genährt. You're not satisfied to stay the same. Und du bist nicht dafür genährt, dass du dann gleich bleibst. And as a result of seeking the kingdom first, und als ein Resultat davon, dass du zuerst nach dem Reich trachtest, werden alle Dinge, die du brauchst, auf dich kommen. So you don't have a need in that dann sense. Hast du kein Bedürfnis in diesem Sinne. So you're not thinking about yourself anymore. Und dann denkst du nicht mehr über dich selber nach. Now you're taking a different approach to life. Nein, denn dann siehst du das Leben jetzt ein bisschen anders. And you start thinking about what others need based on what you're looking for. Und dann denkst du darüber nach, was andere brauchen, basierend auf dem, wonach du trachtest. Just with the purpose, nur mit einem Zweck, to show God's love. Um Gottes Liebe zu zeigen. Now this puts pressure if you haven't got the right foundation. Das bringt dich aber unter Druck, wenn du jetzt nicht das richtige Fundament hast. So you got to get the right foundation first. Und du musst zuerst dieses richtige Fundament bekommen. I don't recommend you doing this and just putting on top of your shallow foundation with you being Lord of your life. Ich schlage jetzt nicht vor, dass du das selber tust und auf diese oberflächliche Fundament, wo du selber Herr bist, deines Lebens das aufbaust, weil dann wird alles zerbröseln oder zusammenfallen. Was du tun musst, ist, du musst jetzt in das Reich eintreten. Das ist, was du zu tun hast. Du musst jetzt durch diese schmale Pforte gehen, durch dieses enge Tor. Das ist ein Leben des Drucks. And this is an opportunity for you to change operating systems. Und das ist eine Gelegenheit, dass du jetzt diese Betriebssysteme wechseln kannst. See, there's a problem with the broad road. Siehst du, es ist ein Problem mit diesem breiten Weg. It ends up in hell. Denn der geht dann in die Hölle. It ends up in destruction. Und der geht in die Zerstörung. So you have an opportunity to get off that narrow road and get on the narrow way. Und du hast die Gelegenheit, von diesem schmalen Weg runterzukommen. At any point. Von diesem breiten Weg und jetzt auf den schmalen Weg zu kommen. But the only thing is, if you get on that narrow way, das kannst du jederzeit tun. Aber das Problem ist, dass wenn du jetzt von diesem breiten Weg herunterkommst, it's difficult to see the narrow way. Dann ist es sehr schwer, diesen schmalen Weg zu sehen. And your friends aren't on it. Und deine Freunde sind nicht drauf. And other people who maybe you care for aren't on it. Und andere Leute, um die du dich vielleicht kümmerst, gehen nicht auf diesen Weg. So you must make every effort, und dann musst du wirklich jede Anstrengung nehmen, to get on that narrow way. Um auf diesen schmalen Weg zu kommen. 'Cause few there be that find it. Denn nur wenige werden den finden. So don't wait for somebody else to find it. Also warte nicht darauf, dass jemand anders den Weg findet. So this everlasting covenant is in force now. Und dieser ewige Bund, der besteht jetzt. Der ist jetzt in Kraft. Gott hat gesagt, wenn du siegst, wenn du suchst, dann wirst du finden. I mean, that's what the word of God says. Das ist das, was das Wort so Gottes why sagt. Are you not finding? Warum findest du also if nicht? God said it, wenn Gott es gesagt hat, so something else must be wrong. Also muss irgendwas anderes falsch sein. Jederzeit, wenn du zu der Schlussfolgerung kommst, dass Gott das Problem ist, dann hast du gerade die falsche Schlussfolgerung gezogen. I suggest you look carefully. Ich schlage vor, dass du vorsichtig schaust and see if you're really seeking the Lord, und prüfst und siehst, ob du wirklich den Herrn suchst. Or do you still have a hidden agenda? Oder hast du irgendwo noch einen versteckten have Plan? You entered the narrow way? Bist du schon auf diesem schmalen Weg? Are you really denying yourself and taking up your cross daily? Verleugnest du dich wirklich selbst und nimmst dein Kreuz täglich auf dich? So these are some things you might have to fix. Das sind manche der Dinge, die du vielleicht reparieren musst. The everlasting covenant doesn't work for people who are on the broad road. Dieser ewige Bund funktioniert nicht für Leute, die sich auf dem breiten Weg befinden. His promises are life-changing. Seine Versprechen sind lebensändernd. Stimmst du zu? We need them. Wir brauchen sie. We can't live in this life without them. Wir können nicht in diesem Leben leben ohne sie. In this world are just curses and more curses. In dieser Welt gibt es nur Flüche und noch mehr Flüche. But with the promises of God, aber mit den Versprechen Gottes and God on our side, und mit Gott auf unserer Seite können wir in dieser Welt funktionieren, ohne wirklich uns dieser Welt anzupassen. So we have to study those promises. Und wir müssen also diese Versprechen all studieren. Those promises have conditions. All diese Versprechen haben
Bedingungen. You don't need to be one of these people trying to claim another promise. Ihr müsst nicht eine dieser Personen sein, die versuchen, noch eine Verheißung zu proklamieren, denn sobald du diese Bedingungen erfüllst für diese Verheißung, nach der du trachtest, wirst du sie auch bekommen. So be honest. Sei ehrlich. I think you need to spend time. Ich glaube, dass du Zeit verbringen musst, granted, manche der Dinge nehmen, die du für so sicher hielst, und vorsichtig schauen, ob du wirklich diese Bedingungen erfüllst. This promise of the everlasting covenant is wonderful. Dieses Versprechen des ewigen Bundes ist wunderbar. But he can't give you what you want. Aber er kann dir nicht geben, was du möchtest, wenn du vorhast, das jetzt für die Lust deines Fleisches zu verwenden. Wenn er das tun würde, dann würde er dir helfen, noch schneller in die Hölle zu kommen. You have less time to repent, du hättest dann noch weniger Zeit, um Buße zu tun. And you would be deceiving yourself even more. Und du würdest dich dann noch selbst noch mehr täuschen. The everlasting covenant works for those who are on the narrow way, dieser ewige Bund funktioniert für diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind, God everything, die Gott alles fragen. You're not trying to bargain with God on the narrow way. Du versuchst dann nicht, mit Gott auf dem schmalen Weg zu verhandeln. Maybe you're one of these people, vielleicht bist du eine dieser Personen, who still has some hidden agenda, die irgendwo noch einen versteckten Plan hat. Well, it's not hidden to God. Aber der Plan ist nicht vor Gott verborgen. There's something that you believe, das ist etwas, das du glaubst, that you need to have, wovon du glaubst, dass du es and haben you think musst. Without that one thing you won't be happy. Und du glaubst, dass du ohne diese eine Sache nicht so glücklich you sein wirst. Bargain with God. Und dann handelst du and mit you Gott say, God, well, if you really give me this one thing, und sagst, Gott, I'll wenn du mir wirklich diese eine Sache gibst, dann werde ich dir ewiglich dienen. You might even make the declaration. Und vielleicht machst du sogar diese Aussage give you my life, und sagst, ich werde dir mein Leben geben. Well, he owns you anyway. Aber du gehörst ihm sowieso. So now you're acting like a thief. Und jetzt verhaltest du dich wie ein Dieb. You're taking something that doesn't belong to you. Du nimmst jetzt etwas, das dir gar nicht gehört. He gave you your life, er hat dir dein Leben gegeben, to do the will of God, um den Willen Gottes zu tun. And he gave you everything you needed. Und er hat dir alles gegeben, was du dazu gebraucht hast. And everything you didn't need, he left out. Und alles, was du nicht gebraucht hast, hat er auch herausgelassen. Und wenn er dir all die Fähigkeit gegeben hat, es selbst zu tun, dann könntest du dich selbst rühmen. You may look at yourself and see, well, I'm not very talented, I don't have this, I don't have that. Vielleicht siehst du dich selbst dann und sagst, oh, ich bin nicht sehr talentiert und ich habe nicht dies oder ich habe nicht das. Aber im Reich Gottes, that is the way it should be. Sollte es so sein. And if you really don't have anything, then you are indeed blessed. Und wenn du wirklich nichts hast, dann bist du wirklich sehr gesegnet. Because that means you're going to have to ask God, and it means you're going to get extra grace. Und das bedeutet, dass du Gott fragen musst und dass du extra Gnade bekommen wirst. So stop wasting time. Also höre auf, die Zeit zu verschwenden. Everything belongs to God. Alles gehört Gott. He is mindful of you. Okay? Er gedenkt deiner. Here's the problem. Luke 9:26. Hier ist das Problem in Lukas 9:26. Luke chapter 9 verse 26 says this. Lukas Kapitel 9 Vers 26. Says, whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed. Steht denn, wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen. And when he shall come in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Are you ashamed of Jesus' teachings? Schämst du dich vor der Lehren Jesu? Do you even read them? Liest du sie überhaupt? When was the last time you really got in the Word of God? Wann war das letzte Mal, dass du wirklich im Wort Gottes warst? You only listening to the Word of God today because I'm quoting it. Oder hörst du nur heute das Wort Gottes, weil ich es zitiere? Nimmst du überhaupt die Bibel? Do you realize this is the most important book on the planet? Zur Hand realisierst du, dass das das wichtigste Buch and auf diesem Planeten ist? Reading this book? Und wie viel Zeit verbringst du damit, dieses Buch zu lesen? And how much time do you spend reading your mobile phone? That's und wie viel Zeit verbringst du damit, auf deinem Handy zu lesen? Das möchte ich dich I jetzt fragen. Want you to do something. Ich möchte, dass du etwas tust. When it comes to 5 o'clock, wenn 5 Uhr kommt, this week, heute, in der Woche, am Nachmittag, dann leg dein Handy zur Seite. Es muss eine Zeit dafür geben, wo du dieses Ding einfach zur Seite legst. If somebody really needs to get to you, they'll get to you. Wenn jemand dich jetzt wirklich erreichen muss, dann werden sie dich erreichen. Okay, frage Gott, what time should I be spending on that phone? Wie viel Zeit du auf diesem Telefon verbringen solltest. You need to slow down.
Du musst langsamer vorangehen. Du musst vielleicht sogar das Telefon loswerden. Und mehr Zeit in seinem Wort verbringen und die Schrift zu lesen. Versuche jetzt nicht, diese Schrift mit deinem Verstand zu studieren. Aber lies sie zumindest. Und dann kann der Heilige Geist dir die Gedanken wieder in den Sinn bringen, die er möchte. The Bible is completely relevant. Und die Bibel ist komplett, total relevant. And it's necessary to live this life. Und es ist notwendig, dieses Leben zu leben. So many are ashamed of Jesus' teachings, viele schämen sich der Lehren because Jesu, they don't read them. Weil sie die nicht lesen. They have a confidence in the flesh. Sie haben so ein Vertrauen auf das Fleisch. Und sie glauben, dass sie die richtige Entscheidung machen können. With their minds. Und sie glauben, dass sie mit ihrem Verstand die richtigen Entscheidungen treffen they können. Have rejected Christ. Sie haben Christus abgelehnt. If you believe that you can make decisions with your mind, wenn du glaubst, dass du Entscheidungen mit deinem Verstand treffen kannst, and you have a confidence in that you have rejected Christ. Und du noch ein Vertrauen auf dein Fleisch hast, dann kannst du Christus, you believe man is good. Christus verleugnen. 5 minutes. You believe man is good. Du glaubst, dass der Mensch gut ist. And that the flesh is not corrupt and helpless. Und dass das Fleisch nicht korrupt und hilflos ist. You believe self-denial is unnecessary. Du glaubst, dass die Selbstverleugnung unnötig ist. And that's only because you like the flesh. Und das ist nur, weil du das Fleisch magst. You don't deny yourself consistently or take up your cross daily. Und dann verleugnest du dich nicht beständig oder nimmst dein Kreuz täglich auf dich. And only because you want to reserve the right. Und nur, weil du dir das Recht vorbehalten möchtest, to do what you want to do. Das zu tun, was du tun möchtest. If you hear his voice, wenn du seine Stimme hörst and you obey him instantly, und ihm sofort gehorchst, shows me you're not ashamed of him or his words. Dann zeigt es mir, dass du dich seines Wortes und von ihm nicht schämst. In the book of Romans, Römerbrief, chapter 14, Kapitel 14, verses 16 and 17, in den Versen 16 und 17. This is in the book of Romans. Das ist jetzt im Römerbrief. Chapter 14. Kapitel 14. Verse 16 says, "Let not then your good be evil spoken of." Da steht im Vers 16, so soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. That's your responsibility. Das ist deine Verantwortung. You hear somebody talking negatively about something that you did by the Spirit. Wenn du hörst, dass jemand negativ von etwas spricht, das du im Geist getan hast, and you are supposed to intervene and say, well, actually, God told me to do that. Dann solltest du aber dazwischen funken und sagen, hey, aber Gott hat mir das gesagt. I mean, you're saving them from serious trouble. Dann rettest du sie vor schwer großen Problemen. Because they got a chance to repent. Denn die haben dann eine Gelegenheit, Buße zu tun. They're using their mind. They're analyzing the situation with their carnal mind. Denn sie verlassen sich auf ihren Verstand und analysieren die Situation mit ihrem fleischlichen Verstand. Vers 17 says, "For the kingdom of God is not meat and drink." Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. So let me explain to you what it means to take up your cross daily. Ich möchte euch erklären, was es bedeutet, dieses Kreuz täglich auf euch zu nehmen. Because you see, on the cross. Denn seht ihr am Kreuz. Jesus was treated like a criminal. Da wurde Jesus wie ein Krimineller He was not unrighteous. Behandelt. Er war nicht ungerecht. Er hat nichts Falsches getan. Nein, in der Tat, er hat nur das getan, was der Vater ihm aufgetragen hatte. Er hat sich schlimmen Menschen untergeordnet. Und er hatte nichts getan und er ist an meiner Stelle gestorben. Ich war der Kriminelle. Aber ich musste nicht sterben. Er ist dort für mich gestorben. Das ist nicht korrekt. But that's what happened. Aber das ist das, was passiert ist. So when you take up your cross, und wenn du jetzt dein Kreuz auf dich nimmst, what do you think might happen in the process? Was glaubst du, dass in dem Prozess passieren wird? Might it be almost the same thing happening?
kann es dann nicht so das Ähnliche sein, das dann passiert? That you're doing the right thing in a complicated situation. Dass du in einer komplizierten Situation das Richtige tust. And somebody else comes along who has this outward righteousness. Und dann kommt jemand anderes daher, der diese äußerliche Gerechtigkeit hat. And they look at the situation. Und die schauen sich die Situation and an. They criticize and judge and say something. Und die kritisieren und richten und sagen etwas. They may say that, well, what you're doing is wrong. Und die sagen vielleicht, das, was du tust, das ist falsch. You don't need to do that. Du musst das nicht tun. But you say, no, God told me to do this. Aber dann sagst du, nein, aber Gott hat mir das gesagt. Now that's going to stir up some trouble, you dann know. Wird das ein paar Probleme some of your relationships. Bringen in manchen deiner Beziehungen. There's only certain people going to like that kind of talk. Denn es gibt nur wenig Menschen, die diese Art von Sprache mögen. But you've got to start taking up your cross somewhere. Aber du musst irgendwo beginnen, dein Kreuz auf dich zu nehmen. That means that what you're doing in complicated situations might not make any sense to others. Und das bedeutet, dass das, was du in manchen komplizierten Situationen tust, für andere überhaupt keinen Sinn ergibt. You want to be a doer of the word? Möchtest du ein Täter des Wortes sein? It starts here. Dann beginnt es hier. We've got to deny ourselves. Wir müssen uns selbst verleugnen. And we've got to start taking up our cross daily. Und anfangen, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen. So I don't really care much about what somebody else thinks. Ich kümmere mich nicht darum, was andere denken. That doesn't mean I'm careless. It doesn't mean I'm hard. Das heißt nicht, dass ich jetzt sorglos bin oder hart. It just means I'm in love with Jesus. Das bedeutet einfach, dass ich in Jesus and verliebt bin. Him. Und ich möchte ihm gefallen. So I'm going to keep on doing what I know pleases him. Und dann werde ich weiterhin das tun, wovon ich weiß, dass and es ihn erfreut. Soul delights in that fatness. Und meine Seele erfreut sich an because dieser, I'm doing what the Father wants. An diesem Überfluss, an diesem Fett, denn ich tue das, was der Vater möchte. I have a direct link to God. Ich habe diesen direkten Link zu Gott. And I get that link and I maintain that link. Oder diese direkte Verbindung und diesen bekomme ich und diesen erhalte ich. By seeking his perfect will in complicated situations. Indem ich seinen Willen suche, danach trachte in komplizierten Situationen. So like I said, so wie gesagt, I want you to do this. I want you to start looking at your timing. Ich möchte, dass du das Folgende tust. Ich möchte, dass du dir dein Timing anschaust. Simple questions like this. Wie pünktlich du bist, deine Pünktlichkeit. What time do you want me to go to bed? What time do you want me to wake up? What do you want me to eat for breakfast? Stelle einfache Fragen, um wie viel Uhr möchtest du, dass ich aufstehe, dass ich schlafen gehe, was möchtest du, dass ich zum Frühstück esse? Ich möchte, dass du Fragen stellst, was du mit diesem Handy zu tun hast. And you need to have cut-off times. Und du brauchst dann auch diese Zeiten, wo du damit aufhörst und sie zur Seite legst. Und dann, wenn du im Geist bist, and this is a life of pressure, I know. Wenn, das ist ein Leben unter Druck, ich weiß. Aber es ist besser, dass du dich jetzt schnell auf diesen schmalen Weg begibst. Dann am Ende des Tages wirst du nicht spät schlafen gehen oder irgendwelche Ausreden hervorbringen. Dann wirst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dann wirst du ehrlich sein darüber, womit du deinen Tag verbringst. Diese Sünde, diese Unterlassung, bringt dich um. And it's death. Und das bringt Tod. You keep doing it and you don't realize it's something you were supposed to do today. Weil du es immer wieder tust und du erkennst, dass das etwas ist, das du heute getan tun hättest sollen. I'm just going to read this because of time. Ich lese das Folgende einfach nur jetzt wegen der Zeit. This is Matthew's Gospel. Das ist jetzt im Matthäus-Evangelium, im Kapitel 24, verses 35 to 39. Die Verse 35 bis 39. This is Matthew's Gospel, chapter 24. I'm reading verse 35. Das ist im Matthäus-Evangelium in Kapitel 24, Vers 35. Shall pass away. Himmel und Erde werden vergehen, but my words aber meine Worte werden nicht vergehen. Verse 36. Vers 36. But of that day an hour knoweth no man. Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, no, not the angels of heaven, auch die Engel im Himmel nicht, but my Father only, sondern allein mein Vater. Verse 37, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Verse 38, Vers 38, for as in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, marrying and giving in marriage, heirateten und verheirateten, until the day that Noah entered into the ark, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, and knew not until the flood came,
und nichts merkten, bis die Sintflut kam. And took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. Und sie alle dahinraffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. When Jesus comes back, wenn Jesus wiederkommt, there's going to be no warning. Dann wird es keine Warnung dafür geben. He's not gonna, his feet aren't gonna land on the Mount of Olives when he comes back for his bride. Seine Füße werden nicht auf dem Ölberg landen, wenn er wieder für seine Braut kommt. The only ones who are going to be ready. Die einzigen, die vorbereitet sein werden, are the ones who are looking up. Sind diejenigen, die nach oben blicken. They're not concerned about the things of this world. Die kümmern sich nicht um die Dinge dieser Welt. They're not entangling themselves in another project. Sie lassen sich nicht wieder beim neuen Projekt mit hineinziehen. This world as going back to normal. Sie sehen nicht, dass diese Welt wieder zum Normalen zurückkehren wird. Babylon is burning. Denn Babylon verbrennt. It's crashing. Das zerbricht. And the world is trying to keep Babylon afloat, trying to keep the economies going. Und die Welt versucht Babylon auf dem Laufenden zu halten, am Laufen zu halten. But this world is passing away. Und dass die Wirtschaft weiterläuft, aber diese Welt vergeht. Now is your chance. Jetzt ist deine Gelegenheit. To do something. Jetzt etwas zu tun, um dich vorzubereiten. It's interesting when Noah was building the ark. Es ist interessant, als Noah diese Arche gebaut hat. It took him 120 years. Da hat es ihn 120 Jahre lang gebraucht. He had to plant trees, er musste Bäume pflanzen, spezifisch um dieses Werk zu vollbringen. Das war nicht nur eine einfache Aufgabe. It must have looked very strange to see an ocean going ship being built in the wilderness. Und das war bestimmt merkwürdig, so ein Schiff, das für den Ozean bereit war, da in der Wilderniss stehen zu sehen. Und ich glaube, dass die Leute das einfach wie eine Tourismusattraktion behandelt haben, wie schon gesagt. If you went inside, wenn du dann hineingegangen bist, there was no fee, of course. Dann gab es natürlich keine Gebühr dafür. The only thing you had to put up with was the fact that Noah would have probably preached true righteousness to you. Aber du musst, sorry. The only entry fee, die einzige Eintrittsgebühr, was Noah preaching true righteousness. War, dass Noah wirklich von echter Gerechtigkeit predigte. This was the kind of tourist attraction Noah was building. Das war die Art von Tourismusattraktion, die Noah gebaut hat. My question is, what is ours? Meine Frage ist, was ist unsere? You know, people come to look and see when somebody's on fire for God. Leute kommen und schauen sich das an, wenn jemand feurig für Gott ist. And we should be giving our true testimony. Und wir sollten dann unser echtes Zeugnis geben. At least telling people now and again. Und zumindest den Leuten ab und zu sagen. And they say, how did you know? And how is it you're so peaceful all the time? Und dann sagen sie, wie hast du das gewusst? Wieso bist du die ganze Zeit so friedlich? And you say simply because God told me. Und dann sagst du einfach, weil Gott es mir gesagt hat. I had no idea this was going to happen. Ich hatte keine Ahnung, dass das geschehen But würde. The Father told me to bring this. The Father told me this. The Father told me that. Aber der Vater hat mir gesagt, ich soll das bringen oder dies gesagt. Maybe you're too embarrassed to say that. Vielleicht bist du zu beschämt, um das zu sagen. Are you? Bist du's? Jesus is coming. Jesus kommt. And if you're too ashamed to tell somebody that. Und wenn du zu beschämt bist, um jemandem das zu sagen. I wonder if you're going to be left behind. Dann frage ich mich, ob du zurückbleiben wirst. You can't serve two masters. Du kannst nicht zwei Herren dienen. And you can't please God and man. Und du kannst nicht Gott und den Menschen gefallen. Das ist unmöglich. Du musst dich entscheiden. You're going to start living on fire for God. Du musst anfangen, feurig für Gott zu leben. This Christian life, dieses christliche Leben, it requires full dedication. Verlangt nach vollkommener Widmung. It's not part-time. Das ist nicht nur ein Teilzeitjob. Wenn du im Fleisch bist, dann wirst du ausgelaugt werden dadurch. Das ist, was ich sage. Wenn du im Geist bist, dann wirst du Gott weiter fragen müssen, um auf diesem schmalen Weg zu bleiben. Ich bin jetzt schon lange mit Gott unterwegs. Und ich kann dir sagen, ich kann Gott jetzt mehr fragen, als ich ihn je fragen konnte. And I'm sure by the time I'm another couple of months I'll be asking God. Und ich bin mir sicher, in zwei Monaten werde ich Gott sogar noch mehr fragen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you for this day. Vater, wir danken dir für It's diesen Tag. To be in the house of the Lord. Es war wunderbar, hier im Haus des Herrn zu sein. You love us. Danke, dass du uns liebst, you're mindful of our situation. Dass du gedenkst an uns und unsere Situation. We don't need to be anxious in these days. Wir müssen uns in diesen Tagen nicht sorgen. All we need to do is come to you. Alles, was wir tun müssen, ist, zu dir zu kommen. And trust you. Und dir zu vertrauen. And just let you make all the decisions. Und zulassen, dass du alle Entscheidungen Enter triffst. Into that rest. Gehe in diese Ruhe ein. And just let you
show us how to live. Also wir müssen nur in die Ruhe eingehen und dir zeigen lassen, wie wir you leben sollen. Transmitting your perfect will for us. Du gibst deinen vollkommenen Willen für uns weiter. You're thinking for us. Und du denkst für uns. All we need to do is let go and let go. Alles, was wir tun müssen, ist einfach loslassen Father, und Gott lassen. Anyone who's listening to this message online or here. Und Vater, ich bete für jeden, der jetzt online oder hier and zuhört. They make a commitment right now. Und wenn sie jetzt diese Entscheidung treffen, to really incline their ear, wirklich zu hören, und ihr Ohr zu neigen, dann bete ich, dass sie das heute wirklich korrekt machen werden und Zeit damit verbringen und sich anschauen, was sie kontrolliert und dass sie diese Dinge ausräumen aus ihrem Leben, so dass sie zuhören können und deine Stimme klarer als je hören können. And they will enjoy the kind of life that you planned for them. Und die werden die Art von Leben genießen, die du für sie geplant hast. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise the Lord. Preist den Herrn. Halleluja. When you consider what's at stake. Wenn du darüber nachsinnst, was hier am Laufen ist, dann ist das ernst. Jesus, really is coming back. Jesus kommt wirklich wieder. He really is coming back for those that are his. Er kommt wirklich wieder für diejenigen, die ihm gehören. And we want to be people that are ready, don't we? Und wir möchten Leute sein, die vorbereitet sind, oder? I mean, we're going to find out one day, wir werden eines Tages herausfinden, that Dr. Keith and others were reminding us and encouraging us and telling us to be ready. Dass Dr. Keith uns erinnert hat und ermutigt hat und uns gesagt hat, vorbereitet zu sein. There's no excuse when you stand before Jesus. Und es wird keine Ausrede geben, wenn wir dann vor Jesus stehen. He's called us to live the life, er hat uns dazu berufen, so ein Leben der Gerechtigkeit zu leben. It's true. How many times did we hear, das ist wahr, wie oft haben wir gehört, looking at the scriptures and hearing what Keith said, wenn wir jetzt die Bibel anschauen und hören, was Keith sagte, about the voice of God, about God speaking. Von dieser Stimme Gottes, dass Gott spricht. Harken in diligently, dass wir unsere Ohren neigen, obeying him, und gut zuhören, gehorchen. Anyone else that tells you any different must be a liar. Jeder, der dir irgendetwas anderes sagt, muss ein Lügner sein. Because it's clear in scripture, denn das ist ganz klar in der Bibel, dass es so ist, dass wir leben sollen. We're in a relationship with a living God. Wir sind in einer Beziehung mit dem lebendigen Gott. I'm not going to read the scripture, but in 2 Timothy chapter 4. Ich werde diese Stelle jetzt nicht lesen, aber in 2. Timotheus 4. In these last days, people seeking teaching that itches their ears. Da geht es darum, dass die Leute nach Lehren trachten, die ihre Ohren kitzeln. He actually says that they chose the teachers themselves. Da steht, dass sie selbst diese Lehrer ausgesucht haben. We don't get to choose our teachers. Wir können aber unsere Lehrer nicht aussuchen. Jesus sucht sie aus. We don't decide who we want to listen to make ourselves feel better. Wir entscheiden nicht, wem wir zuhören, damit wir uns besser fühlen. If you need some medicine, you need it, even if it tastes disgusting. Wenn du etwas Medizin brauchst, dann brauchen wir sie, auch wenn sie nicht so gut schmeckt. Did I choose Keith Jenkins? Habe ich Keith Jenkins ausgewählt? I mean, I'm grateful that he's my senior. Nun, ich bin dankbar, dass er mir übergeordnet ist, dass er in mein Leben hineinspricht. But I've met other people who speak much more nicer to me. Aber ich kenne andere Leute, die netter mit mir umgehen, who pat me on the back a lot more, die mir mehr auf die Schulter klopfen. But those people would see me walk straight into hell. Aber diese Leute würden zuschauen, wie ich direkt in Because die Hölle gehe. Und dann habe ich lieber Keith, chose, den Gott auserwählt hat, um mir die Wahrheit zu sagen. Und wir sollten alle sehr dankbar sein dafür. So also verliere nichts von dem, was du heute gehört don't hast. Laufe nicht Menschen überall nach, die dir Müll füttern, sondern höre auf das, was Gott, der Herr, dir kommuniziert hat. Er möchte, dass jeder bereit ist. Amen. 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 One other thing. Noch etwas. Do not let the enemy steal anything that you have been told today. Lass nicht zu, dass der Teufel dir jetzt irgendetwas stiehlt, was du heute so gehört hast. About TV, about Facebook, mobile phones. Du denkst nach über Facebook, Fernsehen, Handys. So you don't go home now and just spend all your time doing those things. Und geh jetzt nicht voran und tu all diese Dinge. You make sure you capture what the Lord spoke today to you. Du vergewissere dich, dass du das, was der Herr dir gesprochen hat, jetzt festhältst. Und dann werden wir nicht das nehmen, was Keith nächste Woche heute gesagt hat, nächste Woche anwenden. Lass uns heute anfangen. Was möchte Gott, dass ich heute tue? Was ist heute dein Plan, dass du etwas tust und irgendwas anschauen möchtest? Oder ist dein Plan, nee, ich möchte heute anfangen, weil sonst, wenn ich heute nicht anfange, werde ich nie anfangen. Ich möchte jetzt heute mit Jesus im rechten Stand sein. Denn er kommt wieder. Im Augenzwinkern.
Und das wird ein Schock sein. But we can't say we weren't warned. Aber wir können nicht sagen, dass man uns nicht gewarnt hatte. Amen. 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 If someone could tell all stars and small stars to come upstairs. Wenn jemand den Kindern sagen könnte, dass sie raufkommen. I don't know if the Germans need to know that. No, probably not. Am I finished? And could I have the music team on the stage, please? Und jetzt kommt das Musik, thank die you Musik very much. Band.